Es ist der 19. Dezember 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und das ist auch die letzte Ausgabe des Sendegartens für dieses Jahr. Um gleich mal keine Angst den Menschen einzujagen. Angst einjagen können wir trotzdem. Also so ist es ja nicht. Vielleicht hilft uns dabei ja vor allen Dingen unser Mitsendegärtner Marc. Guten Abend, Marc. Guten Abend, Martin. Und natürlich sind auch dabei Lars und Sebastian. Und deshalb sage ich guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Auf die Claudia müssen wir heute leider verzichten. Die hat erstaunlicherweise eine Weihnachtsfeier und schrieb mir, dass sich diese Dinge, also Weihnachtsfeiern, ausgerechnet im Dezember bei ihr besonders häufen. Ich habe versucht, das nachzuvollziehen und ich finde, sie ist ein bedauerlicher Einzelfall. Also ich kann da kein Muster erkennen. Schöne Grüße, Claudia, und viel Spaß bei der Weihnachtsfeier. Also, weil hier im Chat gerade, im Chat wird hyperventiliert, ob es denn keine 36C3-Folgen gibt. Doch, doch, die sind natürlich geplant. Es wird hyperventiliert, sehr schön. in der Tat, ja, wenn man so, ja, stimmt natürlich. Streng genommen werden, wenn wir es schaffen, vom 36C3 auch noch Episoden kommen, aber die zählen irgendwie vom Denken, von dem Verständnis her gar nicht zu 2019 mehr, sondern schon danach, weil das große Ereignis, was wir da immer feiern, die große Jahresendfeier, Christi Geburt, danach ändert sich ja alles und danach ändert sich auch die Zählweise. Was natürlich streng genommen nicht richtig ist, da hat dann unser Hörer Fernsehmüll schon völlig recht. Also, ja. So, wir haben heute vor, einen kleinen Rückblick zu machen auf das Jahr 2019, was wir in diesem Jahr so alles erlebt haben, gemacht haben, welche Sendegärtenausgaben wir gemacht haben, welche Ereignisse wir besucht haben im Sendegartenland, im Podcastland, wollte ich sagen, was alles so passiert ist. Und letztes Mal hatte ich ja auch darum gebeten oder den Vorschlag gemacht, dass die Hörenden vielleicht unsere Erntemaschine benutzen, um drei gute Dinge des Jahres zu benennen, die ihnen aufgefallen sind. Da haben sich tatsächlich Menschen gemeldet, wenn auch nur zwei, aber immerhin. Wir haben dann auch noch zwei Einspieler von Hörenden dabei und noch ein paar interessante Setzlinge. Naja, also ich denke, wir kriegen vielleicht noch eine schöne, kompakte Stunde zusammen oder auch zwei. Mal sehen. Aber anfangen tun wir am besten mit dem Feedback zur letzten Ausgabe, wo wir über Wrestling gesprochen haben mit dem Marvin und kommen erstmal zur neuen Ernte. Unmittelbar auf der Webseite haben wir zwei Kommentare eingefangen. Hat einer von euch den gerade vorliegen? Lars, hast du den Kommentar da vorliegen? Kannst du den vielleicht lesen? Ja, der eine Kommentar kommt von Martin und er empfiehlt dort einen Film. Er schreibt dazu wörtlich: Zum Thema Wrestling ist folgender Film interessant. The Wrestler. Ruhm, Liebe, Schmerz. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, dürfte das der Film von Darren Aronofsky sein. Ah, ich wusste, du kennst ihn sogar. Das ist nicht zu fassen. Das ist irre. Ich nehme es. Hast du den schon mal gesehen? Ja, ist aber eine Weile her. Also, da ich eine Zeit lang Darren Aronofskys Filme sehr gemocht habe, kann es sogar sein, dass das mal ein Blindkauf war und hier im Regal steht. Allerdings genau wie letztes Mal bei dem Thema Wrestling. Wahrscheinlich konnte ich nicht alles so mitfiebern, wie das vielleicht angedacht ist. Also es ist von Aronofskys Film eine derjenigen, die mich weniger mitgenommen haben, sagen wir mal so, oder weniger abgeholt haben. Aber immerhin, du kennst nähere Details zu einem Film, den dich eigentlich gar nicht interessiert. Ich liege wieder im Staub vor Bewunderung. Ja, es gab halt so eine... Schwer. Ich sollte mal saugen, aber von daher... What?
Ja, es gab halt eine Phase von, wo ich im Prinzip gesagt habe, der Mann hat noch keinen schlechten Film gemacht, den ich, also von den Filmen, die ich gesehen hatte, war noch keiner schlecht. Drum war er tatsächlich mal ein Kandidat dafür, den nächsten Film eben blind zu kaufen. Das ist inzwischen nicht mehr so. Okay, nachdem er den Wrestling-Film gemacht hat. Bist du vorsichtig? Nein, schlecht fand ich ihn ja nicht. Nein. Wir haben übrigens, abgesehen von dem hier dokumentierten Feedback, habe ich auch noch so zugesprochenes Feedback bekommen von Menschen und ich war sehr überrascht, dass dieses Thema doch sehr gut aufgenommen worden ist. Also Marvin, du hast wirklich Eindruck hinterlassen. Ganz großes Dankeschön dafür, dass du uns dieses Thema so nahe gebracht hast und auch den Hörenden. Das war etwas überraschend, muss ich sagen. Aber das Gespräch war auch überraschend angenehm und gut. Also dafür, dass wir uns gar nicht kannten, haben wir das ja, glaube ich, doch sehr gut, haben uns sehr gut geschlagen hier. Wir beide. Oder wir alle zusammen. Lasse, du bist gerade so schön am Lesen. Magst du den zweiten auch gleich mitnehmen? Ja, wenn ich das Fenster wieder finde. Ja, also der stammt von Dirk, nicht Prims und auch nicht der Dirk, der für Dirk Prims gehalten wurde. Und der schreibt, schöne Folge, war sehr interessant, mal von einem Podcast weit außerhalb meiner normalen Blase zu hören. Wobei der Inhalt ganz anders war als sonst. Sonst geht es mehr darum, wer den Podcast macht und warum. Jetzt ging es um das Thema des Podcasts. Wann gibt es die Folgen zu Sex-Podcast, Selbstoptimierungs-Podcast, Finanz-Podcast? Aber Martin, leg dir bitte einen leiseren Wecker zu, das Tic-Tac nervt ab und zu. Ja, also da stecken ja zwei Sachen drin. Das eine ist, wer von euch übernimmt die Folge zum Sex-Podcast? Okay, das klären wir später. Und das andere ist... Und das andere ist der letzte Satz. Martin, leg dir bitte einen leiseren Wecker zu. Das Tic-Tac nervt ab und zu. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was erlaube Hörer, ne? Mir zu sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Da war ich so ein bisschen gedacht, dann schalt doch ab, hörst den nicht an. Ne? Also ich habe von anderer Seite auch Rückmeldung bekommen, dass man diesen Wecker hört. Das wusste ich so nicht, hätte gedacht, der ist weit genug weg. Aber andererseits habe ich mir gedacht, wenn man ihn hört, ist es Atmo und das ist auch nicht so schlimm. Gut, man kann darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist oder nicht. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich so viel Redeanteil hatte gegenüber Marvin. Also ich hatte eher das Gefühl, wenn man ihn gehört hat, dann weniger, als dass man ihn gehört hat. Aber gut, Dirk, der nicht Prims ist und auch nicht der Dirk, der für Dirk Prims gehalten wurde, ist. Er sagt also, tu dies und lass das. Da schnappe ich ein bisschen ein. Ich weiß nicht warum, aber so diese unmittelbare Vorschrift, was ich tun oder so lassen soll, das erzeugt bei mir genau das Gegenteil. Also, dass ich sage, nö, demnächst werde ich hier eine Standuhr aufstellen und es richtig mit Sekunden schlägen. Und dann, das war das Teufelchen auf meiner Schulter. Und dann kam das Engelchen auf meiner Schulter und sagte, aber Martin, sei doch froh, dass dir ein Hörer seine Meinung schreibt. Vielleicht auch ein bisschen im Aufforderungscharakter. Naja, machen wir Menschen schon mal, gibt bessere Wege. Aber überleg doch mal, was inhaltlich da drin steckt. Da ist ein Geräusch, das stört den Hörenden und er möchte gerne, dass das nicht da drin ist. Zum Beispiel so, wie wir das jetzt hören. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich letztens den Podcast Rechtsbelehrung gehört habe, der ein Crossover mit dem Jurafunk gemacht hat. Da ging es so um weihnachtliche Themen und die haben ein Lager, also ein Kaminfeuer dahinter liegen gehabt. Mhm. Und ich habe auf dem Rückweg von der Arbeit habe ich versucht, diese Episode zu hören und ich habe immer nur dieses Knistern und Knatzen gehört und das ist mir so furchtbar auf den Senkel gegangen, dass ich die Episode ausgeschaltet habe. Ich habe sie dann am nächsten Tag nochmal gehört mit ausgeruhten Ohren, da ging das, da konnte ich das ertragen. Aber ich weiß ganz genau, was der Dirk meint. Und nach der guten alten Regel, die Nora vom Omega Tau Podcast ja mal geschaffen hat und die ich für sehr, sehr gut halte, wenn dich eine Hörerkritik an das erinnert, was du eigentlich selber machen möchtest, dann ist es vielleicht eine gute Hörerkritik. Und insofern möchte ich dem Dirk und auch, ich glaube, der Frank war es noch, und allen anderen, die auf das Ticken der Uhr hingewiesen haben, danken für den Hinweis, dass man es hören kann. Und ich werde mir tatsächlich etwas anderes ausdenken, damit ihr damit nicht belästigt werdet, so wie ich mit dem Knistern dieses Feuers belästigt worden bin. Also alles gut und Dankeschön dafür. Wie geht euch das mit so Hintergrundgeräuschen?
Lars, kannst du das ertragen? Das kommt sehr auf das Geräusch an. Also ich fühlte mich jetzt bei dem Kaminfeuer sehr an die letzten Stellen jeweils von Puerto Partida erinnert. Das sollte wohl, glaube ich, auch ein Kaminfeuer sein. Das hat mich also wirklich, das war ein Geräusch, das mich echt genervt hat. Wobei ich fand jetzt das, was gerade eingespielt war, vom Klang schöner. Aber naja. Ich bin jetzt aber eben auch voll bei der Sache, weil wir jetzt eben hier selber aufnehmen, während beim Podcast Genuss, wenn ich einfach nur höre, natürlich teilweise auch etwas beiläufigeren Charakter hat. Und im Auto habe ich sowieso Probleme mit sowas. Also wenn dann noch andere Geräusche mit dazukommen und sich das vermengt. Also so einfach so beim Hören, glaube ich, kann man es bei mir lieber lassen. Ja, beim Auto habe ich, also als ich habe mal Praktikum beim Radio gemacht und da war zum Beispiel eine klare Ansage, sowas, Signale von Rettungsfahrzeugen, so Tatütata oder so, das gehört nicht auf den Sender. Das geht gar nicht. Habe ich aber letztens mal gehört, da war irgendwie, und das war glaube ich sogar eine professionelle Produktion, da war ein Signal, da habe ich nämlich angefangen, mich umzuschauen, wo ist jetzt bitteschön gerade das blaue Licht, wo muss ich irgendwie Platz machen, bis ich dann realisiert habe, ach nee, das ist ja im Podcast. Da habe ich mich daran erinnert, was ich vor, ach, das ist ja auch schon ewig her, 20, 30 Jahren mal gelernt habe. Und da habe ich gedacht, na, guck mal, ist ja doch sinnvoll, diese Regel. Ja. Und wenn man natürlich ein altes Auto fährt, was sowieso dazu neigt, ab und zu mal merkwürdige Geräusche zu machen, ist sowas Regelmäßiges dann auch nicht so hilfreich. Also entweder ist es dann die Radaufhängung, die Federung, der Stoßdämpfer oder es ist der Podcast, der quietscht. Es ist tatsächlich keine Hilfe. Ja, ich nehme diese Kritik an, weil ich sie in mir selber spüre. Von daher, okay, wir werden was anderes ausdenken. Es gibt ja auch Uhren, die nicht so laut sind. Also so lange, wie sie laufen, hinterher schon. Dankeschön. Also sowohl an den Martin für den Filmtipp als auch an den Dirk, der nicht Prims und auch nicht der Dirk, der für Dirk Prims gehalten wurde, ist. Wunderbar. Allein schon für diese Zeile 100 Punkte. Für dich. Großartig. Ich bin dann gespannt, ganz wie sich der nächste Dirk dann vorstellt, der auch nicht er ist. Das könnte dann länglich werden. Wahrscheinlich müssen wir dann den Adressaten mit verteilten Rollen lesen, sonst kommt man völlig aus der Puste. Genau, jeder von uns bekommt einen Dirk zugewiesen. Ja. Jeder bekommt einen Dirk zugewiesen, auch gut. Man macht so Zeilenumbrüche und dann muss jeder eine Zeile lesen. Das geht auch. So, dann haben wir noch ein Feedback bekommen vom Oliver. Der schreibt, das könnte doch der Sebastian vielleicht mal zu hören geben. Kannst du es sehen? Hast du es? Ja. Betreff Brettspiel-Couch. Hi, schöne Folge zum Thema Wrestling, was mir nach wie vor einfach nur albern vorkommt. Smiley, falls ihr noch jemanden sucht, mit dem ihr über Brettspiele sprechen wollt, hätte ich als Owner des Brett Alert Podcast Interesse. Gruß, Oliver. Ja, danke schön, Oliver. Erstens für die positive Rückmeldung und zweitens für das Angebot. Ich hatte gesagt, dass wir tatsächlich das Thema Brettspiele irgendwann mal aufgreifen wollen. Und da hatte ich ja schon bei der Subscribe jemanden angesprochen. Aber gerne können wir das auch entweder im gemeinsamen Gespräch machen oder mit dem Oliver alleine oder wie auch immer. Einfach, du stehst auf der Liste der möglichen Gäste. Das wollte ich dir nur damit sagen. Du bist gleich notiert worden. Kann durchaus sein, dass der Sendegarten irgendwann mal bei dir vorbeischneit und dann macht es Ding-Dong und sagt, guten Tag, wir möchten mit Ihnen über den Sendegarten reden. Und dann musst du irgendwie erschreckt reagieren. So, wir haben ja in der letzten Ausgabe nicht nur über Wrestling gesprochen, sondern im weiteren Verlauf auch über zum Beispiel über Browser-Fingerprinting, weil der Lars war das, der hatte den Blütenschatz Zackfault FM, ne? War das FM? Also Zackfault, ja, genau. Der Podcast jedenfalls. Da ging es um Browser Fingerprinting und dazu hat sich der Kompott geäußert. Lars, hast du Lust? Ja, der Name Segmentation Fault rührt daher, wie Speicher mal adressiert wurde. Segment plus Offset. Das war nur nicht eindeutig. Adresse 101 kann man als 100 plus 1, 90 plus 11 etc. darstellen. Inzwischen ist Speicher meist linear adressiert. Da kommen 64 Bit rein.
Die Idee war mal, dass jedes Programm seine eigenen Speichersegmente hätte. Wer irgendwo lesen wollte, wo er sonst nicht sollte, hat einen Segmentation Fault ausgelöst. Dann kam virtueller Speicher, womit Speicher nicht mehr physische Adressen meinte. Dazu noch lineare Adressierung und Co. Ja, also ich würde mal sagen, der Nerd-Talk, mit dem die letzte Ausgabe so ungefähr zu Ende gegangen ist, hat sich hier grandios fortgesetzt. Ich vermute mal, die Hälfte aller Hörenden weiß überhaupt nicht, wovon die Rede ist. Also gut, dass 100, 101 sich darstellen lässt als 100 plus 1 oder als 90 plus 11. Da können wir, glaube ich, fast alle mitgehen. Aber der Rest ist vielleicht für die allermeisten jetzt nicht mal so verständlich. Wichtiger ist aber die Frage an Sebastian. Kannst du verstehen, was Kompott geschrieben hat? Ja. Danke, das war die Antwort, die ich hören wollte. Wunderbar. Ja. Und du, Marc, was ist mit dir? Wie weit bist du in diesen Dingen drin? Ja. Ach so, alles klar. Okay. Ja. Hast du denn auch noch? So 101 kenne ich. So. Aber der Rest, der ist eher so bei mir Tinnitus auslösend. Ja. Okay, also Speicheradressierung ist jetzt auch nicht unbedingt so, was du so täglich machst. Nee. Abgesehen vom Geldspeicher natürlich. Ja. Aber als seitdem der Lars abgereist ist, wirst du ja. Genau. Seitdem der Lars ja abgereist ist, muss ich alleine in meinem Geldpool schwimmen. Das ist sehr, sehr traurig. Das ist traurig. Aber gut. Muss ich die Wellen wieder selber machen. Das ist schlecht. Muss ich die Wellen wieder selber machen, genau. Ach, das ist doof. Was ein Stumpfsinn. Okay. Ja, ganz herzlichen Dank, André, also Kompott, dass du da mitgedacht hast mit den beiden Menschen für Technik hier. Also Marc und ich halten uns jetzt mal vornehm zurück, aber Sebastian und Lars wissen Bescheid. So, dann hat Sascha uns etwas auf die Erntemaschine gesprochen. Und lustigerweise nämlich nicht zu dem Thema, wo ich dachte, das ist eigentlich das Thema, wo die Erntemaschine vielleicht sinnvollerweise endlich mal wieder gebraucht werden darf. Aber er hat dann einfach gesagt, ach, ich habe eine Nummer, dann rufe ich mal eben an. Und zwar hat er zu dem Thema des Podcastpreises was gesagt. Wir haben ja darüber gesprochen, wie das ist, über diese Modalität, dass man sich selber bewerben muss mit einem 5-minütigen Ausschnitt seines Werkes sozusagen. Und ich fand das irgendwie ein bisschen komisch und Lars meinte, ja, aber wie sollte man es denn anders machen? Ist doch gar nicht so blöd, wenn man sich sozusagen selbst darstellt, weil man weiß ja, was irgendwie, wo die Perlen liegen. Und dazu hat Sascha Folgendes gesagt. Oh, 2 Minuten habe ich. Wahnsinn. Ja, hier der Sascha, ich grüße. Ich habe unterwegs den Sendegarten gehört und ich vergesse, was ich sagen wollte. Nämlich, bis ich zu Hause bin, spreche ich lieber auf die Erntemaschine. Und zwar ging es um den Podcastpreis. Und ihr habt ein bisschen über philosophiert, über das Vorgehen, über die Vorgehensweise, nämlich, dass man ein Best-of in 5 Minuten einschicken soll und darüber entscheidet dann eine Jury. Und ich bin da irgendwie auch voll bei Lars, wie so oft. Go Lars. Und ich kenne es als, wenn man betrachtet, wo die Leute herkommen, die den Podcastpreis jetzt organisieren, das sind alles Medienleute. Und wenn man sich so die Ausschreibungen für Medienwettbewerbe anguckt, und nichts anderes ist dieser Podcastpreis. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Organisation, eine Stiftung einen Medienpreis vergibt für den besten Beitrag, der sich mit dem Thema Podcasten befasst, zum Beispiel, dann muss ich auch als derjenige, als Journalist oder Journalistin den Beitrag einreichen, eventuell noch zusammenkürzen. Und dann guckt eine Jury drauf und meldet sich und sagt, okay, dein Beitrag ist wettbewerbsverdächtig oder nicht. Und genau das Prozedere wird hier auch gefahren sozusagen. Also wenn man sich anguckt, dass halt die Organisatoren dieses Podcastpreises alle aus der Medienbranche kommen, ist das Verfahren gar nicht unüblich. Ja, so viel meine 2 Cent zu diesem Thema. Guckt mal Babylon 5 und bis bald. Ciao. Ja. Jetzt sind wir wieder live und man merkt schon, ich habe auch gelesen, es gibt Bemerkungen, nicht Kritik oder sagen wir Beschreibungen im Chat, dass die Tonqualität ja jetzt nicht so proper ist. Und in der Tat, das ist Anrufbeantworterqualität. Wir sind doch von Studio Link
ganz schön verwöhnt, muss man wirklich einfach mal sagen, dass der Unterschied so krass ist. Obwohl wir haben später noch eine andere Aufnahme, da ist es etwas besser. Ich glaube, es liegt einfach auch an dem verwendeten Endgerät auf der anderen Seite. Aber trotzdem, ich möchte Studio Link nochmal ausdrücklich loben. Lob. Ja, ist es in der Lage, Schwächen der Anrufbeantwortertechnik gnadenlos offenzulegen? Du solltest was mit Marketing machen, Lars. Sehr gut. Hören Sie jetzt, ist das wie Ihr Anrufbeantworter richtig klingt. Ja, genau. Wollen Sie das wirklich? Also, es ist kein Gerät mit Magnetband. Es ist schon etwas moderner. Es ist eine digitale Speicherung. Ja, also ich glaube, das Aufnehmen und Abspielen war jetzt nicht das Problem, sondern eher die Leitung. So ein Wachszylinder. Oh. Ja, warum nicht? Ja, aber das mit der Bewerbungsphase im Übrigen, ne, das hat man auch bei Kleinkunstpreisen und so weiter oder Filmfestivals. Da kenne ich das her. Da musst du dich auch schon mal gemacht? Sozusagen. Ja, klar. Dich meint beworben, meine ich. Ja, natürlich. Ach so. Und wie hast du sogar schon zwei kleine Preise gewonnen? Wie hast du aber über die anderen geschafft? Möchte ich nicht. Ja, wie habe ich das geschafft? Keine Ahnung. Die Auswahl dein Werk auszuwählen. Ich meine, dein Werk ist ja von A bis Z grandios. Und da musst du jetzt die Spitzen sozusagen herausfinden. Wie hast du das gemacht? Hat dich das schlaflose Nächte bereitet? Nein, weil was soll denn großartig passieren? Also entweder du wirst nominiert, also du wirst ausgewählt oder eben nicht. So. Und so wichtig sind ja so Auszeichnungen jetzt auch mal wiederum nicht. Wenn man, also du hast gewonnen, also bitte. Ja, weißt du, wenn man sich bei 500 Stück bewirbt und keinen einzigen Preis gewinnt, dann hat man vielleicht so, dann müsste man vielleicht mal was ändern. Aber so habe ich zwei kleine Preise von über 60 Teilnahmen. Ja, klingt wenig, ist es auch. Aber wie geht sowas? Wir haben, warte mal, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 4 große Dokus gedreht gehabt, also fertig gehabt. Und daraus wiederum habe ich ein Showreel erstellt und dann eben noch für diesen bestimmten Wettbewerb eben einen Kurzfilm produziert, der dann mit eingereicht wurde. Also im Prinzip waren das 2 Clips. Der eine eben so eine Vorstellung vom Filmemacher beziehungsweise auch vom Team. Und der andere eben das Showreel und eben dann der Kurzfilm, der da teilnehmen sollte. Was wurde denn dann da eigentlich bewertet? Vorhandene Werte, also wenn du einen extra Kurzfilm, wenn du einen extra Kurzfilm drehst, dann hat das ja mit dem bisher erstellten Werk nicht so viel zu tun. Oder hat der lauter Ausschnitte beinhaltet? Nein. Nein. Das war der Clip, also das war das Showreel, das ja auch durchaus wichtig ist, um ganz einfach zu zeigen, guck her, ich weiß, was ich da tue, im besten Falle, weiß ich das. Oder das habe ich gemacht, da war ich mit dabei. So. Und der Kurzfilm wurde in, ich glaube, 3 oder 4 Kategorien nominiert und in 2 hat er Platz 1 belegt. So. Das eine war Publikumspreis, da war ich nicht dabei. Der ging an jemanden aus, ich glaube aus Fürth oder so, also bei mir fast um die Ecke. Und ja, was war nochmal die Frage? Ich habe jetzt so hart nachgedacht, weil das schon so lange her ist. Naja, meine Frage war, inwieweit ist das, was du eingereicht hast, repräsentativ für das Werk, für dein Werk? Wenn du extra etwas Neues herstellst, kann es ja nicht dafür stehen, was schon da ist, sondern das könnte ja auch, was weiß ich, wenn du sonst immer nur in Schwarz-Weiß drehst und machst aber jetzt diesen Clip, machst du in Farbe, dann entspricht das ja nicht deinem sonstigen Stil oder so. Ne? Ja, das stimmt. Es geht aber eher so darum, um die Anreichung des Showreels, dass du dich erstmal positionierst. Also, dass du überhaupt auffällig wirst. Weil wenn sie sonst irgendwie einfach so durchklicken, sind die Chancen immer relativ gering. Also,
gibt es dann auch immer sehr empörte Mitteilungen in den Social Medias, also in diversen Gruppen halt oder in Foren. Es gibt ja auch Filmmacherforen und so weiter. Ja, und wenn man das mit einreicht, dann machst du auf dich aufmerksam, finden sie es interessant oder nicht. Und dann besteht halt eine höhere Chance, dass dein Werk auch richtig bewusst wahrgenommen wird. So stelle ich es mir zumindest mal vor. Ja, ja. Ich finde es nach wie vor, also mir würde es schwer fallen. Zum Glück muss ich mich ja nicht bewerben. Ja, ich finde es also halt schwer. Ich habe ja schon immer Schwierigkeiten. Ja. Bitte? Was? Ich finde es halt bei dieser Thematik, bei dem Medium Podcast, finde ich es ein bisschen schwerer. Weil beim Film ist es ja so, du machst halt, du kannst ja viel mehr zeigen einfach. Es geht ja unglaublich, im Prinzip geht alles über das Visuelle. Sein, du machst natürlich noch eine coole Filmmusik und so weiter, klar, so. Aber das Fass will ich jetzt nicht aufmachen. Aber beim Podcast hast du ja nur, das sind keine zwei Sinne, die da kombiniert sind. Du hast ja wirklich nur, nur das Gehör und wie es ist im Prinzip die Frage, die uns alle schon, was weiß ich, wie viele Jahre umtreibt. Wer sagt, ob ein Podcast gut ist oder schlecht oder was ist Qualität in Podcasts? Und da die Jury da beim Podcast. Ja, aber du weißt ja nicht, was gefällt dieser Jury, ne? Was reiche ich da jetzt ein von meinen, was weiß ich, 50 Podcasts oder so? Da, oder andersrum, was ist mir wichtig, was dargestellt wird? Genau, genau. Ja. Und da wiederum verstehe ich deine Frage, wie suchst du da die Spitzen aus, ne? Genau. Das ist einfach nur tierisch schwer. Peaks, genau. Vielleicht nach Interviewpartner oder so. Ne, wen hat er schon mal vor Mikrofon gehabt? Ja, aber wie machst du das bei Laber-Podcasts beispielsweise? Oder bei, ich weiß ja auch nicht. Ja, aber das ist natürlich auch, das ist natürlich dann auch tatsächlich eine Herausforderung, die schon fast preiswürdig ist. Also aus seinem eigenen Werk das herauszufinden, was man selber für vorzeigbar hält und wo man sich selber, also zum Beispiel eine tickende Uhr im Hintergrund, würde ich so einen Ausschnitt jetzt einreichen oder nicht? Ja, würde ich sagen, da habe ich zwar eine geniale Frage gestellt, wenn ich meine hätte, da ist aber leider akustisch jetzt was in die Hose gegangen. Das würde ich jetzt vielleicht nicht einreichen. Andererseits würde ich sagen, na klar, das ist genau das Hemdärmelige, was ich haben will, also geht das auch raus. Kannst ja noch eine spannende Musik drunter legen. Ja, das Ganze dramatischer. Ne? Ja, da würde ich ja eher nochmal auf Honig drauf loslassen mit Hum and Noise Reduction. Dann ist zwar alles ganz hart geschnitten, aber da kann man keine Hintergrundgeräusche mehr hören. Genau. Tick. Na gut. Ja, alles weg, nur das Ticken ist noch da. Sauber rausgearbeitet von Auphonic, genau. Darum ging es doch, oder? Hören Sie 3 Stunden ticken. Ja. Ja, super, super. Na gut, also es wird eine Aufgabe sein für diejenigen, die sich dort bewerben. Ich bin gespannt. Vielleicht hört man die Ergebnisse oder die Bewerbungssachen ja dann auch mal. Das würde mich ja interessieren. Okay, wer vielen Dank, Sascha. Wer sitzt denn da eigentlich in der Jury? Weiß man das? Also nein. Ich habe heute gelesen, dass der Philipp Banse irgendwo in einer Jury sitzt. Jetzt habe ich aber mir nicht gemerkt, in welcher. Kann sein, dass er dazugehört. Ich auch mit der Gefahr, dass ich mich jetzt täusche, was ja bei mir durchaus ein Markenzeichen sein könnte. Nein. Ist da nicht die Annik Rubens? Wie heißt sie nochmal? Ja, Annik Rubens. Ja. Larissa Vasilia. Larissa, genau. Sitzt die da nicht auch irgendwie drin? Oder saß die mal drin? Ja, das ist ja jetzt wieder ein anderer Preis. Also Das, was du da ansprichst, ist ja der vom Bayerischen Rundfunk seiner Zeit. Ach, das war das Call for Papers, genau, das habe ich jetzt durcheinander geworfen. Stimmt. Genau. Ja, und der Podcastpreis ist ja die Nummer von Thorsten Runte, ursprünglich zumindest, ja. Ja, der, also ich, also jetzt hat es einen anderen Hintergrund, aber der
dieses Label, der Name, der ist offenbar weitergegeben worden. Jo. Deutscher bin ich. Ja gut, wir wissen das doch nicht. De, genau. Das, mein Problem ist, dass ich mich auch nicht so wirklich dafür interessiere. Also, ich habe es wahrgenommen, dass es das gibt und die Veränderung von mir, so ein Hobbyprojekt, zu, wir ziehen das jetzt mal ganz groß auf, habe ich zwar wahrgenommen, aber ansonsten geht das wieder so in der Aufmerksamkeit runter, weil ich denke, ja gut, sollen sie mal machen. Ist ja ganz wichtig, aber ja, mal gucken, ja, was dran dabei rausspringt. Ja, ne? Genau. Und wir waren ja auch mal nominiert, ne? Als das noch in der Hand von Thorsten Runte, Marc Botho und Co. war. Aber wir haben abgelehnt. Ich wollte gerade sagen, also nicht wirklich nominiert. Ja, wegen meiner, also ich. Wegen deiner, als ob du das ganz alleine. Ja, ich habe auf jeden Fall erstmal gesagt, Leute, ich möchte nicht. Und dann habe ich keinen Widerspruch bekommen. Das fand ich gut. Und dann hat das ganze Team diese Entscheidung mitgetragen, zu sagen, nee, wir möchten bitte nicht in diese Auswahl aufgenommen werden. Weil dieses ganze. Also ich bin. Ich mag nicht so Wettbewerbe. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich bei Bundesjugendspielen immer verloren habe und im Tor auch nicht gehalten habe und so. Ich habe einfach mit Wettbewerben keine guten Erfahrungen und dann halte ich mich lieber fern davon, eh dass es schief geht. Ja. Ich kann ja, mir so einen Podcast. Schieß los. Nein, mach du mal. Ja, solange es keine Urkunde gibt, wo drin. Bitte. Der Laster kommt ja, ich gebe auf. Nein, was ist jetzt mit der Urkunde? Erzähl uns, was für eine hast du? Solange es keine hat erfolgreich teilgenommen Urkunde beim Podcastpreis gibt, bin ich nicht dabei. Die gab es ja nicht mal bei den Bundesjugendspielen damals. So teilgenommen. Löbliche Anerkennung oder sowas. Ja, lobende Anerkennung, also hieß das bei den Wertungsspielen immer. Hat teilgenommen oder... Hat nicht unentschieden. War da. Hat den Weg gefunden. Ja, hat nicht. hat nicht unentschuldigt gefehlt. Ja, genau. Ja. So. Himmel. Ja, also um das Thema jetzt abschließend nochmal ganz kurz zu besprechen. Podcastpreise, damit tust du es dir schwer, lieber Martin. Ich tue es mir auch schwer, weil ich glaube, dass. Ist jetzt in der Hand der Medienleute, was ja auch okay so sein soll. Und ich glaube oder ich denke, dass da eher so Podcasts wie 4000 Hertz und Co. So in der Sparte sich gegenseitig messen lassen sollen oder können. Aber ich fände es ultra schade, wenn da wirklich so diese wie soll ich denn sagen, die Hobby-Podcasterinnen und Podcaster irgendwie sich betteln würden. Das würde ich persönlich irgendwie als traurig empfinden. Ja, wobei ich diese, also du ziehst ja quasi jetzt eine Linie zwischen den Hobbyisten und den professionellen Machern. Ja, klar. Die ist quasi, aber wenn du jetzt zum Beispiel das Angebot von Mensch Mutter nimmst, das hat den Grimma Online Award gewonnen, da würde ich ja auch im Moment noch sagen, Mensch Mutter ist eher tendenziell in Richtung Hobbyprojekt und nicht eine vom Sender finanzierte Geschichte oder von einem Podcast-Label gemachte oder so. Ne? Also von daher. Ja, Krimmelpreis ist für mich jetzt aber auch kein Podcastpreis. Also der vom ESC-Schnack, wie heißt er denn jetzt? Nicht Oliver. Hilf mir doch mal eben. Wir hatten ihn doch zu Gast hier, Herrgott. Christoph, ja. Der hat gesagt, der Grimma Online Award ist der einzige Preis, den er überhaupt ernst nehmen kann. Also, die Bewertungen sind unterschiedlich. Nee, wieso? Ich sag doch nur, der Grimme-Preis ist kein Podcast-Preis. Oder umgekehrt. Der Podcast-Preis ist für mich kein Grimme-Preis. So wird ein Schuh draus. Nope. Dass der Grimme Online Award, der allgemein Online-Angebote bewerten will, da auch Podcasts mit ins Visier nimmt, finde ich jetzt irgendwie durchaus nachvollziehbar. Finde ich okay, genau. So. Gut, dann sind wir ja einig. Das war es, was ich wissen wollte. Wir sind uns einig, dass wir uns einig sind. Das ist doch schon mal ganz gut. Okay.
Ja, dann wollen wir jetzt dem Thema Preise auch vielleicht nicht noch mehr Raum einräumen, als nötig ist. Man muss über Gedanken um den Preis des öffentlichen Nahverkehrstickets. Da könnten wir mehr drüber reden. Meister der Überleitung. Ja, es tut der weh. Der Delling genau. wird traurig, ja. So, aber ich hier ist noch eine, hier geht's auch um Geld, aber ich möchte noch ganz eine Geschichte erzählen. Und zwar haben wir eine Anfrage bekommen von einem Hörer, der hat gesagt, ach, ihr macht hier so tolle Sachen, ich möchte euch etwas spenden, ich möchte euch irgendeinen Gutschein oder sowas zukommen lassen und ich möchte euch etwas spenden über diese auf Honig spenden Geschichte, die wir da ja haben, hinaus. Das ist unglaublich nett und die damit ausgedrückte Wertschätzung ist auch angekommen, aber wir haben eben gesagt, wir sind ein Hobbyprojekt und wie um Gottes Willen sollen wir irgendwelche Spenden, die wir hier kriegen, sinnvoll verbuchen oder noch schwieriger sinnvoll aufteilen über die Köpfe, die hier mitmachen. Es gibt ein paar, die sind so gut wie immer da, aber es gibt auch viele, die kommen nur einmal, nämlich unsere Gäste und es gibt auch Moderatorinnen und Moderatoren, die sind mal mehr, mal weniger da. Wie sollen wir denn das irgendwie überhaupt verteilen? Und dann haben wir in der Redaktion überlegt und gesagt, nein, wir bleiben dieser Linie treu, dass wir sagen, es gibt die Möglichkeit auf Honigspenden. Und wenn wir uns irgendwo eins in Auge treffen und jemand gibt uns einen Kaffee oder ein Bier aus, dann sei es auch in Ordnung, aber bitte jetzt nicht irgendwie so Spenden im Sinne von Finanzen, Gutscheine oder sonst irgendwas. Und dann haben wir überlegt, wir möchten aber gerne, dass dieser Impuls trotzdem irgendwo Nutzen bringt. Und wir haben uns erinnert, dass die Dela eine Spendenaktion ins Leben gerufen hat und der Dela Adventskalender, so findet man das auch bei Twitter, Hashtag Dela Adventskalender, alles zusammen ein Wort, die hat eine private Unterstützung für einen Ort in Rumänien, wo es wirklich am notwendigsten fehlt und sie wollen bis Februar 6.000 Euro zusammenbekommen, inzwischen sind irgendwie 4.700 zusammen. Und wir haben den Hörer nahegelegt, dass er seine Spende dorthin umleitet. Das hat er gemacht und wir möchten uns an der Stelle ganz herzlich dafür bedanken. Dela hat sich gefreut, wir haben uns gefreut, der Hörer hat sich hoffentlich gefreut. Und noch besser ist natürlich, wenn die Menschen dort, wo das dann als Spende oder Sachspende oder wie auch immer ankommt, auch noch Freude empfinden. Das wäre einfach toll. Dankeschön. So. Dann kommen wir jetzt, weil wir damit alle Feedbacks durch haben, zum Thema des heutigen Abends. Und auf der Gartenbank sitzt das Jahr 2019. Ich würde gerne einfach mal beginnen damit, uns selber zu fragen, diese Leitfrage, die ich da letztes Mal gestellt habe, was die drei guten Dinge des Jahres eigentlich gewesen sind. Nehmen wir mal einfach mal schon mal diese Idee vorweg. Wenn man so zurückblickt und die Rückschau hält, ist man in der Lage, drei gute Dinge eines Jahres zu benennen? Also wie gesagt, es kommt aus der, was ich bei Twitter mal gesehen habe, dass Menschen sich am Ende eines Tages hinsetzen und überlegen, was waren denn jetzt die drei guten Dinge, die ich an diesem Tag erlebt habe. Einfach um auch guten, positiven Impulsen einen Raum zu geben. Das Negative springt uns immer an, wir sind immer gefüttert von irgendwelchen Skandalmeldungen und der Minister hat das böse gemacht und der Präsident hat dies böse gemacht und so weiter und die Nachbarin auch doof und was weiß ich, der Podcast-Kollege oder die Podcast-Kollegin, unmöglich. Das springt uns immer sofort an, aber vielleicht gibt es ja auch Gutes, Positives und das geht oft so unter und hilft uns aber doch in der Seele auch ein bisschen, um Ausgleich zu finden. Deswegen war die Idee, einfach mal die drei guten Dinge des Jahres zusammenzutragen. Es ist nicht einfach. Ich habe es selber gemerkt. Also die wirklich persönlichen Sachen, die will ich nicht in die Öffentlichkeit tragen und dann so das andere so zu benennen ist ein bisschen so plakativ, aber trotzdem, ich habe es versucht und ich weiß von anderen, die es auch versucht haben. Ich weiß von dir nicht, Marc, hast du es versucht? Hast du auch mal versucht, drei gute Dinge des Jahres 2019 zusammenzutragen? Mir fehlte ehrlich gesagt so ein bisschen der, wie soll ich denn sagen, die Luft im Kopf, die freie Luft ja, dafür. Ja. Aber ich habe eben, als du die Frage nochmal gestellt hattest, die Augen geschlossen und mal richtig so gegrübelt. Drei gute Dinge. Also das Erste,
Was mir einfiel spontan, war natürlich der Umzug in dieses Haus. Bin seit knapp einem Jahr Hausbesitzer, nicht Besitzer, Besitzer. Das ist schon mal ganz gut. bin ich seit dem Sommer auch Hundebesitzer wieder. Also ein damals 11 Jahre alter Labrador aus dem Tierheim geholt, aus dem Tierschutz. Tja, und jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Das klingt auch irgendwie so ein bisschen nach, ich habe so das innere Gedankenspiel, wie wenn das jetzt eine Wertung sei, ne? Also darum geht's nicht. So. Darum geht es gar nicht. Naja. Und wenn es nur zwei sind, ist ja auch gut. Jetzt es ist jetzt nicht so wie bei der Beichte in der katholischen Kirche, wo du unbedingt drei Sünden brauchst und wenn du keine hast, dann denkst du dir welche aus. Ich hab ein Drittel, ne? Also, genau, ich bin seit das wollen wir nicht. Bin ich ohne Konfession. Also ich bin aus der Kirche ausgetreten. Also ist das vielleicht für mich privat mein drittes Highlight dieses Jahr. Okay, also Haus, Hund und kirchenlos. Genau. Wobei das Ganze klingt irgendwie traurig, ne? aber wie viele Nerven ich in dieses Thema schon investiert habe, ja, bin ich jetzt los. So. Ist doch gut. Ja. Kannst du das abschließen, sozusagen? Ich wüsste halt jetzt spontan wirklich keinen dritten positiven Punkt. Außer natürlich, dass ich meinen guten Freund Lars gegen Ende des Jahres wieder bei mir begrüßen durfte als Gast. Wir haben uns dieses Jahr, Martin, glaube ich, gar nicht gesehen. Also auch trauriger Punkt. Wir haben uns gar nicht gesehen. Sebastian habe ich aber auch gehört. Nicht gesehen. Ich kann ganz viele aufzählen, die ich nicht gesehen habe und ganz viele Veranstaltungen aufzählen, die ich nicht besuchen konnte. Thema verfehlt. Darum geht es ja nicht. Aber darin wäre ich besonders gut dieses Jahr. Mhm. Ja. Aber was war denn bei Sebastian so los? Drei positive Dinge aus 2019. Also bei mir überwiegt ein schwieriger Punkt und der wischt dieses Jahr alles leider weg, was irgendwie das noch hätte aufwiegen können. Also das wäre sehr schwer geworden. Okay, Sebastian setzt aus. Dann gehen wir an Lars. Lars, hast du auch drei gute Dinge des Jahres? Ja, tatsächlich habe ich nicht lange überlegen müssen. Ich verlebe im Moment eigentlich eine ziemlich tolle Zeit. Natürlich gibt es so einiges in der Weltpolitik, tralala, was mir nicht gut gefällt, aber es war nach persönlichen Dingen gefragt worden und das Erste, was mir einfiel, ist tatsächlich eben, dass ich jetzt bei der Bewut IT tätig bin in Köln. Das war ein großer Wechsel, aber den ich überhaupt nicht bereue. Und da hängt so viel Positives dran bei mir, dass das auf jeden Fall genannt gehört. Dann Nummer zwei war der Abschluss, das ist also auch keine Reihenfolge, ich gehe nur eine Liste durch jetzt. Mhm. Der zweite Punkt auf der Liste ist der Reisebericht, der im Juni war von dem Projekt Auf Distanz Goes Baikonur, was im Prinzip auch der Projektabschluss war. Was ein Riesenprojekt war, eine Traumerfüllung, wo unheimlich viele tolle Leute involviert waren, die das unterstützt haben. Und da kann ich natürlich nur positiv drauf zurückgucken. Der Abend selber, der Reisebericht, hat meine eigenen Ansprüche. Also ich habe meine eigenen Ansprüche nicht erfüllt, aber die Menschen, die da waren und mit angepackt haben und am Schluss wie der Veranstaltungsraum im 0, nix aufgeräumt und zusammengepackt war, wie die Leute alle mit dabei waren und wie die Leute mit mir gesprochen haben und das war einfach nur fantastisch und natürlich ist das ein großes positives Erlebnis gewesen. Und dann gab es auch das Chaos Communication Camp, was ein Erlebnis war, das meine Erwartungen bei weitem übertroffen hat. Ich fand es ganz fantastisch da und hoffe dann in 4 Jahren wieder dabei zu sein. Das war phänomenal. Ja, und ich muss jetzt natürlich eines sagen, weil Marc gerade noch den Besuch erwähnt hat, der war natürlich auch toll. Ha! Das musste ich ja jetzt sagen. So. Natürlich. Ich entsperre dein Telefon wieder, Lars. Versprochen. Alles klar. Danke. Deal ist Deal.
Okay. Ja, Martin. Will ich mich nicht ja, ich will mich nicht ausschließen. Ich habe mir auch drei Punkte überlegt, bevor wir unsere Hörer zu Worte kommen lassen. Das eine ist tatsächlich ein privates Ding, wie ich mich über viele Monate beschäftigt hatte und Seelenarbeit sozusagen auch erfordert hatte. Das war irgendwie im ersten Quartal des Jahres ist das vorbei gewesen und zu Ende gegangen. Und es ist gut ausgegangen und da bin ich einfach wahnsinnig glücklich drüber, dass das vorbei ist und dass es auch auf die Art und Weise gestemmt werden konnte und gut ist. Und da ist mir mehrere Steine vom Herzen gefallen sozusagen. Also das war gut. Und ich habe in der Zusammenschau habe ich dann gemerkt, der nächste Punkt wäre nämlich das hat unmittelbar mit dem Sendegarten zu tun, diese Podcast-Krise, die wir da besprochen hatten in der Ausgabe 71. Ich weiß nicht, also regelmäßige Hörerinnen werden sich erinnern, da gab es ja mal so eine Ausgabe, wo wir gesagt haben, was machen wir hier eigentlich? Ja? Der Sendegarten fühlt sich irgendwie komisch an und ich habe die vorhin auf dem Nachhauseweg nochmal gehört, die Episode, und bin ziemlich angetan, wie offen wir da geredet haben, über das Problem, sich getrieben zu fühlen von irgendeiner Idee, irgendeiner Perfektion, von irgendeinem Auftrag, den man spürt und glaubt, erfüllen zu müssen, und wie im Laufe dieses Abends diese Klammer, die sich da so irgendwie eingeschlichen hatte, wie die sich löst. Ich habe diesen Abend als Geschenk, tatsächlich als Geschenk empfunden, weil danach war alles anders. Danach war plötzlich hier wieder Lockerheit drin und ich bin wieder mit Freude und Spaß mit diesem Projekt verbunden. Und wenn ihr mich am Vorabend oder dieser Aufnahme gefragt hättet, da hättet ihr wahrscheinlich gesagt, ja, der Sendegarten, der ist jetzt hier dem Tode geweiht, oder? Der Untergang. Und wie ich gerade sagte, also beim Zusammenschauen habe ich wohl gemerkt, diese Ausgabe, die war ja, glaube ich, die 71, wann haben wir die aufgenommen? Ich gucke gerade mal am 28.02. Und wenn ich sage, so Ende März ist ja dieses private Ding, hat sich halt aufgelöst, das fiel halt schon auch zusammen. Also da fielen private Nöte und Podcast-Nöte zusammen, und das hat sicherlich, das ist kein Zufall, dass das da so gekommen ist. Umso dankbarer bin ich dann euch als Mitdiskutanten und Zurednern und auch dem Jörg, der damals als positive Stimme sozusagen mitgesprochen hat, dass wir das halt so auflösen konnten. Und auch die darauffolgende Ausgabe, wo wir das nochmal aufgenommen haben, wo der Martin vom Metacast zu Gast war und dann nochmal das Ganze aufgelöst hat und aufgefangen hat. Diese beiden Ausgaben, ja, da bin ich sehr egoistisch, die haben mir wirklich unglaublich viel gebracht, und dass ich das erleben durfte, dafür bin ich wirklich, wirklich dankbar. Und da ist bei mir was passiert, dessen Folgen ich tatsächlich erst, also das ist zwar unmittelbar in dem März oder wann im Februar da ist, habe ich gemerkt, es wird leichter, aber was ich in der Zeit verloren hatte, war so eine innere positive Stimme, eine innere Stimme, die Ideen hat, die sagt, ach, probier doch mal dies oder mach doch mal jenes, oder eine innere, ich weiß nicht, habt ihr das auch kennt? Hört ihr manchmal im Kopf Musik? Öfter. Ich hab das manchmal. So die Luft im Kopf, die freie Luft im Kopf. Also du ja, genau. Kommst gedanklich nicht zum Atmen irgendwie, ne? Und wenn du dann ein kleines Päuschen machst, oder in deinem Falle war das ja jetzt so ein Befreiungsschlag mit der einen Sendegarten-Episode, ja, mit dem mal ausquatschen und so, frustlos werden, einfach mal Ballast loswerden und so, und dann plötzlich lief es ja bei dir dann auch wieder kreativ, ja, das ist nichts Unübliches, glaube ich. Ja, aber dass man das auch, ich hatte dieses Problem ja länger schon mit mir rumgetragen, und dann haben wir irgendwann mal gesagt, so, wir sprechen das jetzt an und wir machen daraus auch eine Episode, so dass es ist schön, ich kann mir heute anhören, was wir im Juli, was wir im Februar besprochen haben, und kann heute noch dazu nicken und sagen, ja, genau. Und man
kann auch sehr gut, also ich konnte jetzt heute bei dem Nachhören, konnte ich sehr gut nachvollziehen, wie die Stimmung über die Stunde oder die zwei Stunden, die wir gesprochen haben, sich gewandelt hat. Also am Anfang sehr bedächtig und eher traurig oder bedrückt und hinterher, dann haben wir angefangen, so Worte wie Scheiße zu sagen. Ja, und man hat wirklich gemerkt, so, oh, ein neuer Ton. Brauchen wir einen Explicit-Button? Dann fielen auch Sebastian und Lars mit ein in denselben Tenor. Zwischendurch als Lars dann gesagt hat, Martin, jetzt kämpfst du aber gegen deine eigenen Dämonen. Das hat ja jetzt mit dem Sendegarten nichts mehr zu tun. Und ich auch immer so, ja, genau. Hat er sehr gut erkannt. Und das war einfach schön. War ein schöner Befreiungsschlag, wie du sagst. Dafür bin ich sehr dankbar. Danke. Danke euch, die ihr das mir geschenkt habt. Oh. Sehr gerne. Ja, ich war gerne nicht dabei. Ja. Aha. Also wieder. Wer weiß, wofür es gut war. Ja. Okay, jetzt waren wir so ein bisschen pathetisch. Dann hören wir doch jetzt mal, was der Jörn Schaar gesagt hat. Hallo, hier ist Jörn Schaar aus dem Schaasen-Podcast-Universum. Ich habe den Tweet gesehen mit 3 guten Dingen des Jahres und meine sind ganz klar, dass Deichpott, unsere kleine Gartenparty im Sommer in Husum, das war einfach fantastisch, was da für eine unglaublich gute, positive und fröhliche Energie im Raum war. Das hat einen Heidenspaß gemacht. Auch ansonsten ganz viele tolle Podcast-Menschen kennengelernt, wieder getroffen, viele, viele schöne Momente gehabt mit lauter beeindruckend bekloppten Leuten aus meiner Podcast-Bubble. Und das Dritte, was dieses Jahr gut war, das wird sein der Kongress. Da freue ich mich ganz enorm drauf. Aus im Prinzip den gleichen Gründen, lauter positive Energie, ganz viel positiv verrückte Menschen wiederzutreffen und ganz, ganz tolle Gespräche zu haben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und insofern, allein dadurch war 2019 ein echt gutes Podcast-Jahr. Vielen Dank. Tschüss. Ah, wo ist es? So, da ist es. Wer hat gepfiffen und warum? Ich habe gepfiffen. Wie, warum? Ist doch schön, was er erzählt hat, spontan, oder? Ja, guck mal, das ist doch schön, wenn du sagst, das ist schön, dass dir das gefallen hat. Ja, natürlich. Oder sagst du, oh, der ist aber mutig. Der sagt, das Beste kommt noch. Ja, das Beste liegt immer vor uns. Stell dir mal vor, du müsstest sagen, oh ja, gestern war mein bester Tag. Klingt irgendwie... Okay, ja. Aber andererseits, wenn ich das immer immer in die Zukunft adressiere, dann ist ja die Gegenwart nie wirklich 10 Punkte. Nee, ist einfach nur nie das Beste. 10. Weil das Beste eben kommt zum Schluss. Bist du dir da ganz sicher? Ich bin mir da nicht sicher. So ganz sicher. Ja, doch. Mhm. Ich denk schon. Nein, es kommt natürlich darauf an, auf was man das bezieht, aber muss man das? Muss man alles immer ernst nehmen? Ich glaube nicht. Nein, natürlich muss man nicht immer alles ernst nehmen. Ich habe hier einen Bierdeckel, da steht drauf, sinnlos ist ein Leben ohne Sinn für Unsinn. Weißt du, wer mir den geschenkt hat? Nee. Du. Nee. Würde ich nie machen. Ja. Ich würde dir niemals irgendwelche Dinge zuschicken. Nee. Doch, hast du gemacht. Ja. Ist okay, ein cooles aber was, ja. Was sehr schön ist, dass der Jörn auf den Kongress hinweist. Und damit könnte eigentlich ein kleiner Jahresüberblick, den wir vielleicht auch mal so nach Monaten oder Quartalen oder wie auch immer sortieren, beginnen. Der Jörn hat auf den Chaos Communication Kongress hingewiesen, der noch kommen wird, zwischen den Jahren 26. bis 30. November, Dezember. Bitte, was? Haben wir nicht noch einen Spieler? Ja. Den wollte ich eigentlich als Klammer nehmen zum Schluss, aber wir können ihn auch jetzt anhören, ist egal. Nee, okay, ich dachte nur nicht, dass wir Nein. Oh, Lars, du Spoiler auf zwei Beinen.
Gut, komm, dann lass uns jetzt dann noch anhören, dann machen wir, mein Gedanke war, wir machen damit jetzt einen Reigen auf und hinterher kommt dann die Klammer zu, aber wir machen jetzt die drei guten Dinge des Jahres von Sascha. Hallo in den Sendegarten, hier ist der Sascha. Ihr wolltet die drei besten Dinge des Jahres 2019 hören und da zähle ich mal meine Top 3 sozusagen aus Podcast-Sicht auf. Auch wenn es immer ein bisschen schwierig ist, Sachen zu vergleichen oder irgendeine Rangliste zu bilden, bin ich eigentlich kein Freund von. Aber ich habe jetzt einfach mal 3 schöne Sachen ausgesucht und das ist natürlich auf Platz 1, kann man vielleicht da wirklich so sagen, ist das Podstock. Ich bin da hingekommen, kannte ja aus dem echten Leben na gut ein paar vom Kongress, aber ich wurde da so super aufgenommen, auch wenn ich ja keinen eigenen Podcast habe, war eine ganz tolle Veranstaltung, alle hier mal kennenzulernen und war wirklich ganz super. Das zweite war dann, was mir auch noch lange in Erinnerung bleiben wird, das Funheim-Treffen, wo wir im Technikmuseum in Speyer waren mit einer Gruppe, so als mehr oder weniger Podstock-Nachtreffen, ja. War dann auch nochmal schön, dann nochmal alle zu sehen und ein bisschen mit den manchen Leuten reden zu können oder gemeinsam eben das Museum anzuschauen. War auch eine super schöne Sache. Und mein drittes Highlight 2019 ist, dass ich jetzt tatsächlich mal Gast in einem Podcast war. Möchte jetzt aber noch nicht mehr verraten, weil die Folge noch nicht veröffentlicht ist und ich jetzt auch die Person, die das veröffentlichen muss, nicht noch weiter unter Druck setzen möchte. Wobei, das mache ich auf anderen Kanälen dann. Ja, das war's von mir. Danke. Tschüss. Ganz großartig, Sascha. Also jemanden nicht unter Druck zu setzen, indem man sagt, dass man ihn vielleicht auf anderen Kanälen unter Druck setzt, das ist ganz hohe Schule der Diplomatie, würde ich sagen. Großartig. Jetzt sind wir natürlich super neugierig und der Teaser ist dir absolut gelungen, muss ich sagen. Wirklich. Aber habt ihr gemerkt, die Tonqualität war ganz anders. Warum? Weil er nicht die Erntemaschine benutzt hat, sondern er hat einen Audiobeitrag eingeschickt, ganz klassisch über E-Mail. Und dann habe ich gefragt, warum? Also dann schreibt er, an die Erntemaschine habe ich mich nicht rangetraut. Deshalb gibt es meine Highlights handgepflückt. Ist auch wegen der Qualität. Ich habe jetzt auch ein Ralf Stockmann Headset und das möchte das ja auch benutzen. Ich habe auch 2 Amps rausgeschnitten, nicht weil es nötig war, nur weil ich es konnte. Es gibt also kaum einen besseren Grund, ein M auszuschneiden. Sascha, das war einfach großartig. Und ich bin echt neugierig. Ich hab keinen Dunst, in welchem Podcast ich dich erwarten könnte. Bist du Heavy Metal Mensch? Könntest du bei Was ein Krach dabei sein? Aber eigentlich, nee. Bist du ein Literaturmensch? Liest du viel? Bei irgendeinem Literaturpodcast? Oh, jetzt sag nichts Falsches, ey. Ich rede ja nur von mir, wie ich Sascha war. Ja, ja. Aber weißt du, so was, Sascha? Nee, der liest nicht. Nee. Das habe ich nicht gesagt. Nein, ich wollte. Lese ich viele Tweets, wo er auf Bücher hinweist? Nein. Ach so, nein. Das nicht. Nee. So, das nicht. Egal, er wird mich überraschen. Wie er jetzt mich damit auch überrascht hat. Aber er war auch schon mal im Sendegarten. Er hat irgendeinen Satz in irgendeiner Episode, hat er irgendwann mal das Mikro hingehalten bekommen. Ich glaube beim Kongress letztes Jahr oder so. Ich habe es nicht wiedergefunden, so schon auf die Schnelle. Aber gut, das war natürlich kein echtes Interview. Da war er nur einfach Live-Hörer dabei. So, das war die Ernte, die wir eingefahren haben, was dieses Thema angeht. Und jetzt können wir tatsächlich zu dem schon gerade angehobenen Jahresrückblick kommen, um dann vielleicht auch noch das ein oder andere Ereignis im Podcastland dabei mitzunehmen. Das ein oder andere wurde ja schon genannt, das Deichpod, das Camp, der Kongress, Podstock und so weiter. Gucken wir doch einfach mal, was letztes Jahr im Dezember war. Da war nämlich der 35 C3, der 36 C3 kommt ja noch. Und nach schon fast bewährter Manier haben wir 3 Vorortfolgen gemacht von dort. Jeweils am Abend eines Tages. Am ersten Tag hatten wir Nikolaus Wörl und Tim Pritloff zu Gast. Am zweiten Abend die Daniela, die jetzt den
das Projekt Kaktus macht, falls jemand sich dafür interessiert, wie ein Kind auf die Welt kommt. Und der Björn, der Hobby-QS, der war auch da und hat uns erzählt, wie er den zweiten Tag erlebt hat. Und am dritten hatten wir die Christiane Attig, die jetzt sowas wie den Randvoll und, wie heißt denn der Filmpodcast noch wieder? Brainflix und diverse andere. Also Christiane hat, glaube ich, 5 Podcasts, wo sie dabei ist oder die sie macht. Und die Jenny, die ich ja jetzt offiziell Putzi nenne, nachdem sie mich Schnucki genannt hat. Also Jenny, Putzi, Günther waren dabei und haben mit uns diese Ausgaben gemacht. Könnt ihr euch noch erinnern? Lars, Sebastian, ihr wart dabei. Ja. Aber ja, wenn du mich jetzt auf konkrete Fragen stellst zu den Gesprächen, dann wird's eng. Ja, muss man alle wieder nachhören. Ja, das ist eine gute Zeit, nochmal nachzuhören, ja. Ich bin ja dieses Jahr leider nicht auf dem Kongress, deswegen, habe ich ein bisschen Zeit, das dann vielleicht nachzuhören. Aber ihr bringt ja auch noch Live-Folgen, also insofern langweilig wird's dann ja nicht. Ja, ich würde dir ja gerne Livestream versprechen, aber wenn du nicht dabei bist, dann habe ich ein bisschen Bedenken, dass wir das dann zu laufen kriegen. Das aber, wird schon klappen. Ich habe auch nur einen Knopf gedrückt. Also. Ja, aber den richtigen, das ist ja das Problem. Das war im letzten Metacast kommt das auch vor. Mittendrin ist plötzlich der Martin weg. Und dann fragen Jan und Philipp, was war denn los? Er sagt, ja, hier, irgendwie, hier ist gerade ein neuer Knopf aufgetaucht, da habe ich da mal drauf gedrückt und dann war alles weg. Ich habe gedacht, Martin, das könnte genauso gut von mir gewesen sein. Das ist so gut. Ja, einfach die Finger nicht davon lassen können. Herrlich, wunderbar. Ich hoffe, ich setze ja meine ganze Hoffnung auf den Lars. Der kennt sich mit sowas ja aus, besser noch als ich. Der wird dann vielleicht den roten von dem grünen Knopf unterscheiden können. Blauen Knopf oder roten Knopf? Welchen wählst du? Also rot-grün kann ich unterscheiden, ja. Naja, nee, also farblich geht schon, aber inhaltlich, ne, was bedeutet was? Genau, und die Anspielung an die Matrix war natürlich auch da drin. Ne? War das nicht die Matrix? Doch, ne? Ja, das war die Matrix. Alles gut. Es war der schwache Versuch eines Nicht-Filmkenners mit Filmzitaten umzugehen. Okay, also ich fand's gut. Ja. Ich lasse es sein. Wisst ihr noch, wie wir im Januar weitergemacht haben? Wow, ohne reinzugucken? Haben wir nämlich, ja. Wir hatten, glaube ich, die Rückblicksfolge zum Kongress. So originell, wie wir immer sind, wenn ein Ereignis gewesen ist, wir dann sagen, oh, nächstes Thema, gucken wir doch zurück. Da war Roddy und Schasen zu Gast, kann das sein? Wow. Ja. Wow. Und der Stocki, der Ralf Stockmann war. Ach ja, genau. Der ist mir fast schon wieder. Eigentlich wollten wir die Tine noch dazu nehmen, weil die vier hatten sich ja irgendwie aufgeteilt. Ne? Roddy und der Schasen haben die Bühne gemacht und Tine und Ralf haben das Sendezentrum betreut. Und da wollten wir eigentlich aus beiden Perspektiven so ein bisschen Feedback einholen, aber die Tine konnte an dem Abend leider nicht. Dann waren wir da wieder so eine reine Männerbude. Ja, manchmal ist das einfach so. Dann haben wir dann den Rückblick auf das Sendezentrum und die Bühne gemacht. Und das wird dieses Jahr, zumindest was Roddy und Jörn angeht, wohl auch wieder so sein. Nur das Sendezentrum selber. Da hat der Ralf gesagt, diesmal mit der ganzen Familie, das geht nicht. Da kümmern sich jetzt andere Leute. Schauen wir mal. Dann haben wir im Februar noch den Daniel zu Gast gehabt, den Der Blaubeerwanderer heißt die. Ja, aber der heißt doch anders. Brombeerfalter. Das habe ich mich selber reingelegt. Fand ich auch gut. Deutschlands. Ja? Deutschlands wortgewandtester Busfahrer und Menschentransporteur. Immer wunderbar. Und danach sind wir schon im Februar. Da hat es eine kleine Überraschung gegeben, denn da kam die Dotti. Die Dotti Groß, die Hörmupfel, die immer gesagt hat, sprich mich nie an. Nein, ich komme niemals in den Sendegarten, niemals. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Und ich weiß nicht warum, es gab irgendeinen Anlass zu sagen, Mensch Dotti, komm doch mal vorbei. Und dann hat sie ja gesagt. Und das war so schön. Und dann haben wir auch ganz tolle Rückmeldungen bekommen, wo Leute gesagt haben, hey, warum kenne ich das Angebot nicht? Das ist so schön, was sie immer so erzählt. Und kommt sofort in den Podcatcher. Also das war eine schöne
eine schöne Ausgabe. Und dann kommt schon die 71, der Stresstrieb. Man könnte jetzt sagen, ja, Dotti hat es im Prinzip dazu geführt, dass wir diese Krisensendung gemacht haben, aber das stimmt nicht, da hat Dotti gar nichts mit zu tun. Die Sachen haben sich einfach so entwickelt. War da inzwischen noch irgendwas anderes? Könnt ihr euch erinnern? Januar, Februar, war da Podcamp? Ja, ne? Lars, hast du eine Erinnerung? Podcamp war doch im März, oder? Podcamp war Ende März, 30. 31. Okay, dann sind wir noch nicht so weit. Dann fangen wir erstmal an, was war im März? Da haben wir, wie gesagt, die 72. Ausgabe gemacht. Da haben wir dieses Thema mit dem Stresstrieb, wie wir das genannt haben, nochmal aufgenommen mit dem Martin vom eben schon erwähnten Metacast. Der hat uns dann auch nochmal die Leviten gelesen im Sinne von, ja, macht euch doch nicht so einen Stress. Mit norddeutscher Gelassenheit hat er uns oder mich zumindest angefüllt und ins gleiche Horn gestoßen. Und ich bin der Meinung, vielleicht korrigiert ihr mich, aber ich bin der Meinung, seitdem haben wir auch irgendwie einen anderen Ton hier. Also lockerer, ja. Oder? Ja, würde ich doch sagen. Sonst wäre das scheiße. Genau, das meinte ich. So. Entschuldigung, der war so blöd. Aber der musste raus. Entschuldigung nötig. Ja, genau. Nein, der musste raus. Ist es ja. Keine Entschuldigung nötig. Jedem steht es frei, den roten Knopf zu drücken und abzuschalten. Darum, das ist es ja. Es geht darum, dass wir Spaß dabei haben. Ja, wenn jetzt Marc gesagt hätte, mein Gott, man kann doch nicht Scheiße im Podcast sagen, dann hätten wir natürlich die Diskussion am Hals. Aber das sagt er nicht. Nein, das hätte ich ihm aber auch nicht geglaubt. Nee, ich würde Scheiße niemals im Podcast sagen, nein. Nein. Okay, ich habe einen wunderschönen Titel, was heißt, ja, das ist ja Eigenlob, ne? Aber ich finde ihn trotzdem gut. Ich habe mich verliebt in den Untertitel der 72. Ausgabe, da heißt es nämlich Podcast-Krisen haben, erkennen und erfolgreich überwinden. Der ist so gut. Da war doch gerade noch die Frage nach Selbstoptimierungspodcast. Ja, genau. Fertig. Da haben wir schon mal die Nullnummer. Kaufen Sie jetzt im Januar unser Buch. Ja. Genau. Und dann kommen noch teure Webinare dazu, genau, wo wir das gemeinsame Ein- und Ausatmen üben. Mhm. Ja. Na komm, machen wir uns nicht zu sehr lustig, aber doch schon. Ja, ja doch. Es gibt viel, ja, doch, das gibt muss viel, es gibt viel Optimierungsschwurbler da draußen. Aber vielleicht ist es dem einen oder anderen auch eine Hilfe. Da, ich traue mich immer nicht so, so ganz pauschal den Stab zu brechen, denn was dem einen sein Uhl ist, dem anderen sein Nachtigall, ja. Und wenn dir irgend so ein Schwurbler irgendwas erzählt und der tut dir gut und der hat dich jetzt nicht gerade in die Privatinsolvenz getrieben mit seinem Angebot, dann lässt er auch in Gottes Namen und sonst es auch machen. Allerdings, wenn du mir dann irgendwie die Heiligkeit von Steinen erzählen wollen, dann wird es natürlich auch schwierig. Ne? Genau. Ja, ich habe nur das Problem damit, wenn du auf sowas triffst, also mir ging es jetzt vor 3 Wochen wieder so, ich glaube, das war vor 3 Wochen im ICE, habe ich mal so geguckt, was gibt es denn so Neues in diversen Podcast-Archiven. Und da bin ich über einen Podcast gestoßen, 2 Episoden, wie man mit Podcast oder wie man erfolgreich podcasten wird oder kann. Nee, wie war der Titel noch? Keine Ahnung. Naja. Ja, du hast es ja auch nicht gelesen, offenbar. Also was heißt nicht gelesen? Ich habe es gehört. Ja, das ist ein Podcast, du Pflaume. So. Und okay. Wenn du. Achso, und da, ich habe nur das. Ich finde es schwierig, sowas zu pauschalisieren, ne, oder zu verallgemeinern und sagen, alle diese Podcasts sind irgendwie, warte mal, wie hast du gesagt, sind als Schwurbler, ja? Nee, als Schwurbler würde ich aber diesen einen Typen da bezeichnen, dessen Podcast ich 2 Folgen lang oder 1,5 Podcast-Episoden nicht gehört habe. Also audiomäßig hat man kaum was verstanden. Blankes Durcheinander, also es hätte können ein Podcast von mir sein. Und danke, dass du selber sagst. Er spart mir eine kleine Peinlichkeit. Sehr gut. Ah ja, sehr schön. Und ich helfe dir immer gerne. Und der will doch oder wollte
wirklich anderen Menschen beibringen, wie man erfolgreich podcastet. Weißt du, selber nichts produziert, also nichts, 2 Episoden, 10 Minuten oder 15 Minuten. Man konnte kaum was verstehen, weil das Mikrofon wahrscheinlich mitten irgendwo im Raum lag. Also es war, weiß nicht, das würde ich als Schwurbler bezeichnen. Du bist aber nicht irgendwie auf ein Satireprojekt reingefallen. Nein, also. nein, leider nicht. Leider nicht. Ich habe natürlich in den Shownotes auf den Link geklickt, um mir ganz einfach mal anzugucken, wer ist das eigentlich, und nee. Eine relativ große Community im Übrigen, die da dahinter steht, zumindest was Facebook so ausspuckte. Ja, aber inhaltlich genauso leer wie die 2 Episoden. Ja. Ja, wie will man damit umgehen? Also meine Strategie ist einfach zu sagen, ja, die gibt es. Ja, es gibt auch die Scharlatane, die dir irgendwie, was weiß ich, Uhren verkaufen, wo Rolex mit 2L draufsteht oder so. Die sind gar nicht so teuer. Ja. Und da ja jetzt in München offenbar die große Rolex-Knappheit kurz vor Weihnachten ausgebrochen ist, vielleicht ist es ja auch ganz sinnvoll, auf diese Alternativgeschenke zurückzugreifen, wer weiß. Die Welt ist groß, voller Wunder, und diese komischen Typen gibt's halt auch. Es wird halt immer dann gefährlich, wenn die dir irgendeine Heilung versprechen und dafür viel Geld abknöpfen. Dann wird's richtig brutal. Ja, dass mir Schibo jede Woche einen neuen Gurkenhobel da ins Regal legt und sagt, der ist jetzt noch besser als der von der letzten Woche. Ja, das habe ich auch akzeptiert. Also von daher Augen auf beim Gurkenhobelkauf, kann ich dazu so sagen. Also ansonsten, wo will man sonst anfangen? Ich kann doch jetzt nicht den heiligen Feldzug führen gegen alle die irgendwie den Abstand vom Mikrofon nicht optimieren oder so. Die sind halt da. Ja, gut. Nehmen die mir was weg? Nee. Ja, also. Nee. Sonst vielleicht den einen oder anderen Nerv, aber nee. Nee, wenn es einem nicht gefällt, hört man es nicht. Fertig. Ja. Wenn ich natürlich mitbekomme, dass da jemand jetzt teure Seminare verkauft. Obwohl, wir hatten ja Pottruhr-Treffen, ne? Wir hatten Pottruhr-Treffen, und da war dann in dieser relativ großen Gruppe, dann kam plötzlich jemand zur Tür rein, der sagte, was macht ihr denn? Ach, Podcast. Ach, das ist ganz interessant, wir haben hier so eine Initiative, Unternehmer, Startgründung, wie heißt denn das? Also irgendwie so Gründerinitiative oder was auch immer. Und wir wollen auch Podcast machen. Wie funktioniert das denn? Kannst du mir das mal erzählen? Dann hat er mich erstmal aus der Gesellschaft rausgeholt, der Vogel. Und dann hat er so unspezifische Fragen gestellt, dass ich gar nicht so richtig antworten konnte, und habe dann selber angefangen, so von, ja, es gibt halt diese Möglichkeit und dann noch auf Honig und das und WordPress und bla. Und ich sah schon in seinen Augen, dass er überhaupt nicht, er hat gar nichts verstanden. Dann fiel mir zuletzt ein, es gibt auch noch das tolle Buch von Larissa, kauf dir das. Ach ja, wie heißt die? Aufgeschrieben. Und ob er nochmal wiederkommen könnte, um sich das erklären zu lassen. Und dann habe ich auch gedacht, im Prinzip ja, aber wenn du das jetzt hier ökonomisch einsetzen willst, da habe ich so eine kleine Hemmschwelle gehabt. So, wenn er das jetzt quasi, um anderen Leuten was zu verkaufen, mein Wissen einsetzt, holt mich noch irgendwie aus einer Gesellschaft raus, für die ich ja extra dahin gefahren bin, da habe ich gedacht, nee, der Preis ist mir ehrlich zu hoch. Dann kann er sich ja auch an kommerzielle Podcast-Ausbilder wenden. Da war ich auch so ein bisschen unflexibel geworden. Das habe ich gemerkt. Da war ich nicht mehr so offen, nach dem Motto, kann ja jeder kommen. Nee, da habe ich schon echt so eine kleine Schere im Kopf gehabt. Naja, aber war dieser Mensch in dem Moment die Zielgruppe eures Treffens? Nein, natürlich nicht. Ja, aber normalerweise, wir haben doch so eine Art Kodex, ne? Wen jemand fragt, kriegt er Antwort. Ja, natürlich. Und finde ich auch in Ordnung. Aber wenn dahinter also, eine gewerbliche Absicht steht, ne? Na, du sprichst aber doch vom Pottruhe. Ja. Und wie soll man es nennen, die Headline, Tagline, der Satz ist, ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen. Da steht nichts davon dran, nur für Hobby oder sonst was. Also da kann ich schon verstehen, dass jemand hinkommt und da Interesse hat. Wenn da jetzt jemand eben nicht helfen will oder so, denke ich, liegt es eben an der Stelle
nimm es mir nicht krumm, dann zu sagen, okay, ich möchte mich gerade lieber mit den anderen unterhalten. Ja, ja. Ich habe ihn dann auch fürs nächste Treffen eingeladen, wo ich dann sagte, wenn weniger los ist, dann können wir das auch, wie wir das damals mit den beiden Technikern gemacht haben, dann machen wir wieder irgendwie auf einen großen Bildschirm und dann fangen wir vorne an, holen diese Grafik raus und dann gehen wir einmal die ganzen Phasen so durch. Habe ich ihm auch angeboten. Aber in dem Augenblick da war er mir wirklich, passte es nicht. So. Und ich merke auch, dass da bei diesem passt mir nicht, dass da auch dieser Gedanke war, es gibt ja auch Leute, die machen das eben gegen Geld. Dann geh doch zu jemanden. Hier die Brigitte, wie hieß sie denn noch? Die war auch bei irgendeinem Podcamp mal da. Brigitte Hagedorn beispielsweise. Die macht regelmäßig Seminare und da lernt man auch ein gutes, denke mal, eine gute Grundlage. Da hätte ich eher gesagt, geh dahin. Vielleicht bin ich zu hartherzig, kann sein. Oh, vielleicht war der Moment für dich einfach der falsche, weil ich meine, ich, also so nehme ich dich gar nicht wahr, so wie du gerade rüberkommst. ich kenne ja die Situation nicht, ich war auch nicht dabei, aber als du jetzt so erzählt hattest, ich habe dich nicht gesehen. Da warst du eher so in meinem Kopfkino eher so, also, ja, komm, dann so widerwillig was erklärt, wenn ich was gefragt hätte in dem Moment. Also habe ich mir jetzt die Situation vorgestellt, wenn ich jetzt derjenige gewesen wäre, der da hinkommt, diese Frage gestellt hätte und du aus einem Gespräch raus und so ein bisschen krantelig. Warst du da krantig drauf? Eigentlich nicht, aber ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass wir Gäste da haben aus dem Norden und ne, dass das jetzt eigentlich eine besondere Situation ist und nicht das normale Portruhr und so weiter. Da hatte ich schon eigentlich, also vielleicht war das auch von meiner Seite nicht deutlich genug. Ne? Hätte ich vielleicht sagen müssen, du, das passt jetzt gerade gar nicht, aber wann ist es, am 5. Januar oder so, da treffen wir uns wieder, komm doch da vorbei, dann reden wir weiter. Hätte ich vielleicht so einfach lösen können. Stattdessen wollte ich freundlich sein, aber merkte, dass gleichzeitig in mir Unmut aufstieg. Ja, habe ich nicht gut gemanagt, stimmt. Aber trotzdem war im Hinterkopf auch noch tatsächlich dieses, will er das jetzt ökonomisieren? Ja? Ach so. Will er da jetzt das nächste Lehrbuch draus schreiben? Lars hat ja recht. Natürlich. Wir haben nirgendwo drauf geschrieben, von Hobbyisten für Hobbyisten. Er kann ja kein Lehrbuch schreiben über etwas, wovon er selbst keine Ahnung hat. Und wenn er sich denn jetzt durch das Pottrohr irgendwie das Wissen eineignet, beispielsweise, oder der erste Schritt hierhin tut, da ist es doch in Ordnung. Nachdem er vielleicht dann noch ein bisschen Praxiserfahrung gesammelt hat. Ja, ich bin manchmal zu streng. Okay. Nee, also, Chancella schreibt gerade im Chat, Martin ist einfach zu nett. Ich glaube, die Chancella ist zu nett. Nee, man muss halt, der Kern der Geschichte ist ja, wo sind meine Grenzen? Und nehme ich sie auch wahr? Und nehme ich sie insofern, also sehe ich sie, spüre ich sie und was mache ich dann? Was ich nicht gut gemacht habe, ich habe eine Grenze gespürt und habe sie nicht gut, bin nicht gut damit umgegangen. Weil ich hätte dem Gegenüber tatsächlich klar kommunizieren können, du, die Gelegenheit ist jetzt nicht gut. Im Prinzip, also die näheren Umstände kann ich jetzt nur spekulieren. Ich spekuliere im Moment zu deinen Ungunsten, das hätte ich vielleicht nicht müssen. Aber ich hätte ihm sagen können, die Gelegenheit ist nicht gut, komm doch einfach dann zum nächsten Zeitpunkt wieder. Dann gucken wir uns das nochmal in Ruhe an. Was wir wissen, erzählen wir immer gerne. Was du damit machst, sollte mir egal sein. War mir in dem Moment nicht egal. Ich habe da prognostiziert und zu seinen Ungunsten. Das war nicht fair. Da war ich nicht fair. Okay. Ja. Ach, ihr wieder. Meine Psychoberatung. Also eigentlich ist der Sendegarten ja nichts weiter als eine psychologische Beratung für mich. Herzlichen Dank. Ja, jetzt leg dich mal wieder auf die Sonnenliege. Ja? Und das funktioniert sogar, wenn du da bist. Das ist erstaunlich. Hätte ich nie vermutet.
Das lasse ich unkommentiert. Ich schreibe unter die Folge einen Kommentar. Ja, genau. Du weißt ja, wer das freischaltet oder auch nicht. Manchmal auch mit Verspätung, weil das kann ich vielleicht aufklären. Ich habe letztens irgendwie Kommentare freigeschaltet, die waren ewig alt, aber weil mir dieses System das nicht mitgeteilt hatte. Normalerweise werde ich benachrichtigt, wenn ein Kommentar eingeht, aber irgendwie war ich da echt im Rückstand. Das ist keine böse Absicht und hier wird auch kein, also doch, Kommentare, die sich gegen die Menschenwürde richten, werden gelöscht. Da kann ich, habe ich noch nie gehabt, aber würde ich trotzdem tun. Also die werden nicht veröffentlicht. Das mal klar. Ansonsten darf hier jeder seine Meinung äußern. Da gibt es keinen Filter, auch wenn es mir nicht passt. Das ist ja nur meine Meinung und nicht die allgemeine Meinung. Lars, bist du jetzt geschockt von dem, was ich gesagt habe? Du bist so still. Nein, ich höre zu, aber ich bin nicht geschockt. Gut. Warum sollte ich geschockt sein? Naja, weil ich so harsch urteile über einen Menschen, den ich gar nicht kenne. Und deine Kritik daran ist ja berechtigt. Sagen wir es mal so, ich nehme mal an, die Umstände waren ein Faktor. Vielleicht war es einfach in dem Moment gerade blöd, nicht die Situation, in der du dann sowas machst. Weil ich meine, ich kenne dich ja auch anders, aber ich bin eben nicht geschockt, weil man hat eben Stimmung, man hat Launen, man hat gute Tage, schlechte Tage. Das ist passiert einfach. Was meinst du, wie oft ich schon irgendeine Reaktion nachträglich in mich zurückstopfen wollte, weil ich dachte, Mensch, das habe ich in völlig falschen Hals gekriegt oder was auch immer und warum habe ich nicht einfach was gesagt? Und ich denke, das passiert einfach. Okay, machen wir einen Haken dran. Gehen wir weiter. Im März war noch die Subscribe, die große Podcaster-Konferenz, diesmal in Köln, im Deutschland, im Haus des Deutschlandfunks, unten im Keller, im Foyer. Und von da haben wir auch zwei Vor-Ort-Ausgaben gemacht. Wir durften ja unser Sendeeck und den Sonnenschirm da aufbauen in dieser, sagen wir mal, architektonisch sehr gelungenen Ecke, wo wir so schön so ein bisschen im Durchgang waren, aber doch etwas im Erker, sodass wir nicht gleich überrannt wurden. Akustisch allerdings haben wir direkt neben dem Kühlautomaten gestanden und der brummte die ganze Zeit. Das war, nachdem wir aufgebaut haben und das Gerät dann ansprang und fing an zu kühlen, haben wir erst gedacht, ach Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll denn das funktionieren? Dann hat sich herausgestellt, dass dieses Geräusch der Kühlanlage gegen den sonstigen Geräuschteppich sowieso nicht zu hören war. Also es war völlig egal. Es war so laut. Da machte das so ein bisschen Brummen dann den Kohl wirklich nicht fett. Ja, man hörte nur deinen Wecker. Du warst so viel zu meinem Wecker. Ja, man muss nur noch mehr Lärm machen. Das ist es. Vielleicht sollte ich hier, ich leih mir beim nächsten Mal einen Presslufthammer. Dann kann ich den Wecker wieder anmachen. Nein, ich mache nur grobe Scherze. Ne? Also ich nehme eure Kritik wahr und an. Also das ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie lächerlich machen will. Da hatten wir die Claudia, die ist ja in das Orga-Team vom Sendezentrum, doch für das Subscribe, Orga-Team reingesprungen sozusagen, so aus dem Nix. Und hat aber da wesentliche Dinge geleitet. Da war sie zum ersten Mal im Sendegarten. Und da war noch der Klaas Rehse dabei, der Kontaktmann vom DLF. Da haben wir ein ziemlich interessante Stunde gehabt. Wir haben immer, also für diese Vorortfolgen, die sind meistens etwas kürzer. Die sind nochmal so eine Stunde ungefähr so. Die sonstigen Sendegartenfolgen sind ja eher so von unterschiedlicher Länge. Man denke an die Geschichte mit Linus, wo wir tatsächlich 4 Stunden 39 gemacht haben. Wahnsinn. Also an dem nächsten Tag war ich wirklich komplett im Eimer. Aber ich glaube, die ist eine der besseren Episoden. Aber das kommt ja erst später. Das war ja erst im September. So, März. Dann haben wir noch eine zweite Episode gemacht da von der Subscribe. Da war die Alexandra. Und der Roddy dabei. Alexandra hat das Angebot Pottfuchs gemacht seinerzeit. Und ich habe heute nochmal nachgeguckt, ob da jetzt vielleicht ein blühendes Podcast-Angebot raus geworden ist. Aber soweit ich das sehe,
hat es außer den Startfolgen keine weiteren Folgen gegeben. Alexandra, wenn du mich hörst, was ist los? Keine Lust mehr? Gibt's Probleme? Können wir irgendwas machen? Können wir was? Lass mal von dir hören. Ich glaube, das Angebot, was du dir da ausgedacht hattest, ich glaube, das war das Thema Nachhaltigkeit, das wäre wichtiger denn je. Aber fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Also nicht über diesen Kanal. Nein, genau. Nein, nein. Gut, so, jetzt hast du gesagt, Lars, Ende März sei das Podcamp gewesen. Ja, 31. März müsste das gewesen sein. Ich meine, dass am 29. März noch die Podcast-Preisverleihung gewesen war, wo ich nicht zugegen war. 30. März müsste dann der Samstag gewesen sein, Podcamp Tag 1 und 31. März Podcamp Tag 2. War das unser Podcamp, Lars? Definiere also unser gemeinsam. Soll ich jetzt Geigenmusik einspielen? Ach, ja, bitte. Sie spielen unser Podcast. Ja, spielen unser Lied. wo wir gemeinsam hingereist sind und wieder gemeinsam abgereist sind. Bei unserem Veröffentlichungsrhythmus würde ich im Moment sagen, das ist wahrscheinlich eher ein Jahr älter, aber ich gucke mal eben. Nee, wir haben eine Aufnahme tatsächlich. Nee, das war 2018. Wir haben dieses Jahr dort nicht aufgenommen. Ja. Also es war nicht unser Podcamp. Ich sehe gerade, wie so die Geigenspieler die Geigen an irgendwelchen Lautsprechern zertrümmern. Alle wieder wegpacken. Packen alle wieder ein, genau. Gehen wieder an die Theke, Dartpfeile also werfen oder so. Irgendwie sowas. Du wirfst Dart. Übrigens hat jetzt eine Frau, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, aber es gibt irgendeinen großartigen Dart-Wettbewerb. Seit Jahren hat da immer ein Mann gewonnen. Und jetzt gibt es eine englische Frau, die hat den Männern da einfach mal gezeigt, wie der Pfeil fliegt. Die hat oder Pfeil die Spitze. Ist in diese Männerdomäne eingebrochen. Und es war wieder eine große Schlagzeile. Mein Gott, genauso wie wir zwei Astronautinnen auf die ISS aussteigen, das ist auch eine Schlagzeile. Meine Güte, sollte die Normalität sein. Wir brauchen keine Schlagzeilen, bloß weil Frauen irgendwie, naja, ich habe es auch erwähnt, ich Idiot. Reden wir lieber über den April. Im April haben wir uns den Luxus erlaubt, nur eine Folge zu machen. Das finde ich gut. Ab und zu lassen wir mal einfach eine ausfallen. Mut auch eine Effekt. Episode. Ja. Genau, auch ein Effekt der 71. Ist einfach mal zu sagen, passt jetzt. Da war ja auch der Christian da, ne? Bednarek. Ja. Fit, genau. Von Fit. Fit. Ja, wie, was? Ist das eine Erklärung, warum wir da nur eine Folge gemacht haben? Nee, Meinst du, der hat uns so erschöpft, dass wir keine Kraft mehr hatten für eine weitere? Naja, ich will ja nicht für die anderen zwei sprechen, Martin, aber ich glaube, die Folge, die war auch weit über 3 Stunden. Ich bin mir da jetzt nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, die war das nicht die zweitlängste Sendegarten-Episode? Ich auf diesem Plan steht 3 Stunden, 46 Minuten und 12 Sekunden. Die längste war immerhin. Ja irgendwie so 4 Stunden, ne, mit Linus. Immerhin so. Nicht 13 Sekunden, das ist gut. Also, ja, die mit Linus, also die war ja insofern, das Epische bei der Folge mit Linus ist ja, dass hinterher der Tim Pritlaff, der dem Linus ja nur das Studio geliehen hatte, dann wieder reinkam und sagte, ja seid ihr immer noch dran? Und sich dann hinsetzte und nochmal eine Stunde das Geschehen mitgestaltete. Ja, nur so geht's. Oh no, das war so anstrengend. Und alle wollten ins Bett und wir haben trotzdem kein Ende gefunden. Also wie bekloppt kann man sein? Ja gut, wir haben mit Christian haben wir über Fürth geredet und da ist natürlich immer viel zu erzählen, was sich so entwickelt und was sich so tut. Und letztes Mal in der letzten Ausgabe hatten wir doch auch über ihn und sein Angebot gesprochen, über diese sprechenden Zusatzcomputer da. Alexa, heißt sie Alexa oder wie heißt die bei? Auch, ja. Bei Google. Naja, irgendwie die halt. Dass er das dann nicht weiter verfolgt, weil da die Leute so ein bisschen auch ihm die Stimmung verdorben haben durch blöde Kommentare und so. Ja. Da erlebt ja auch einiges. Dann hat er auch viel zu erzählen, das ist doch klar. Gut. Und dann
In der 76. Ausgabe im Mai, am 9., da feiern wir, dass die Claudia zu uns gekommen ist. Und zwar nicht nur als Gästin, sondern als Sendegärtnerin. Ich meine, sie ist heute nicht da, aber trotzdem. Im Prinzip ist sie da. Wenn sie nicht gerade nicht da ist. Aber sie ist da und sie ist Sendegärtnerin und ist jetzt Teil des regelmäßigen Teams seit dem 9. Mai 2019. Ein Tag zum Feiern, müsste man sich eigentlich in den Kalender eintragen. Da haben wir sie zum Datenschutzbeauftragten gemacht. Bin ich jetzt erschrocken. Fällt euch sonst auch zum Mai irgendwas ein? Ja, die Republika war da, ne? Aha. Wer war denn bis da? Bis 8. Mai. Ich war bei dem Hörer, nein, wie soll man es nennen, dem Podcaster-Innentreffen an dem einen Abend da, weil ich war eh in Berlin, wenn ich mich recht erinnere. Ich müsste jetzt ernsthaft überlegen, warum ich in Berlin war, aber ach so, ja, deswegen. Naja, auf jeden Fall war abends so ein Treffen da auf dieser Dachterrasse angesagt. Wir haben dann eher unten rumgestanden, aber es war ein sehr angenehmer Abend. Ich habe dann auch den Richard vom Zeitsprung, viele Grüße, kennengelernt das erste Mal. Wir haben uns ziemlich lange unterhalten. Ja, ich fand's nett. Über die Republika selber kann ich nichts sagen, weil die habe ich so als Veranstaltung ansonsten noch nie besucht. Ich war ja einmal da und dann habe ich auch gedacht, das war 2014, 5 Jahre her. Eigentlich reicht das. Also das ist irgendwie, es war irgendwie ein anderer Spirit. Ich hatte jetzt diese PPW, Podlove Podcaster Workshops so im Sinne und bin dann da hingegangen. Das war schon deutlich anders, größer, viel weitläufiger, ganz andere Themenfelder. Das Sendezentrum damals war so ähnlich wie die Bühnenshows auf dem Kongress oder bei der Subscribe. Das war schon ganz ähnlich. Klar, war ja auch das ähnliche Orga-Team dabei. Aber so diese große Veranstaltung, naja, vielleicht müsste ich auch mal wieder hin. Aber so richtig, nee, zieht's mich an. Irgendwie müsste ich mal wieder hin. Nee. Ein sehr schöner Dialog. Monolog. So. Ich wollte gerade sagen, wo ist hier das Bier? Wenn ich mal bitte euch, irgendwas zu sagen, redet ja keiner. Nein, sowas. Keiner redet mit mir freiwillig. Außer das stimmt im Kopf. An, wenn man die Leute immer bitten muss, mit einem zu reden, das kann ich dir sagen. Das ist wie bei den Bundesjugendspielen, wenn man dann seine Urkunde bekommt, nachdem er war da. Keiner redet mit dir freiwillig. Genau. Halt so ständig vor. Martin fährt Zug. Weißt du? Dann nennt man so der Schaffner. Also, ey, Herr Schaffner, kontrollier mich. Ach ja, genau. Jetzt muss ich mich ansprechen. Ja. Sie wollen doch bestimmt meine Fahrkarte kontrollieren. Ja. Ach, woher kommen Sie denn? Ja. Nein, Republika ist halt ein Mordsding. Also, was hast du denn eigentlich erwartet? Das sage ich jetzt auch nicht mehr. Nein, ich habe gar nichts erwartet. Wie soll ich denn mir da irgendwas erwarten? Ich hatte keine Erwartung. Also du bist ohne Erwartungen hin und bist aber nicht mit Eindrücken enttäuscht zurück, aber mit der Erkenntnis, dass die Republika nicht dein Ding ist. Ja. Also im Preis-Leistungs-Verhältnis sozusagen. Das ist richtig, richtig teuer. Ja. Da wird auch ganz viel heiße Luft produziert. Da sind sicherlich ein paar Goldstücke dabei, auch einige Sachen, wo man sich schon, also ich bin irgendwie auch zu alt, Spirit. Nee. Das glaube ich nicht. Ja, doch. Jeder, der halbwegs irgendwie 3 Zeilen Code schreiben kann, der meint ja, er müsste jetzt ein Startup gründen und eine völlig neue Idee und ein Portal und was weiß ich entwickeln. Und die Welt komplett neu erfinden, diese Disruption Ausdruck verleihen. Ja, damit wir, also bloß, muss alles anders sein als vorher.
ob das dann besser ist oder wie, ist völlig wurscht, Hauptsache es ist anders. Und das Spiel, da habe ich einfach keinen Anknüpfungspunkt. Ich muss Dinge, die gut funktionieren und die sich bewährt haben über viele, viele Jahre, die muss ich nicht disruptiv kaputt machen, bloß weil dann, was weiß ich, irgendwie mit RAM und ROM und USB-Sticks oder was weiß ich, mit Internet damit nochmal eine andere Ebene eingeführt werden kann. Ja, kann ich machen, aber ist das deswegen besser? Ach Gott, ist doch aber auch langweilig, wenn alles so beim Alten bleibt, oder? So ein bisschen Bewegung. Deswegen sage ich ja, ich bin vielleicht auch nicht mehr die richtige Zielgruppe dafür. Vielleicht bin ich schon in einem Alter, wo ich jetzt eher konservativ denke und sage, ja, das war ja noch nie so, das soll man immer so bleiben, das hatten wir noch nie, also brauchen wir nicht und so. aber ja, das ist zum Beispiel Martin, mit diesem bargeldlosen Bezahlen. Das ist so, wo ich sage, oh, brauche ich nicht. Ja, das nee, ist, du nicht. Ja, genau. Alle feiern jetzt irgendwie, ja, der Supermarkt X oder die Tankstelle Y, da kann ich jetzt auch mit, brauche ich nur mein Telefon an dieses Dings halten und schon ist abgebucht. Toll, super. Und ich immer so, will ich das? Ja, du nicht. Aber, genau. Das heißt ja aber nicht, dass man sich für das eine oder andere entscheiden muss. Also ich schon, so ich für mich persönlich allgemein schon, aber ich kann, ja, ich sag nicht, dass das andere schlecht ist für andere Leute. Ne? Genau. Aber ich kann die Begeisterung, ich kann mich da nicht für begeistern. Ich konnte mich auch nicht für die Veranstaltung in Köln, ich glaube, die findet jährlich im September, glaube ich, immer statt. Also da erging es mir ähnlich wie dir bei der Republika, auch ein High, also wirklich, oh mein Gott, war das viel Geld für so ein Ticket bezahlt. Ich ging hin, mit den Erwartungen, die geschürt worden sind, bin raus und dachte mir, wow, davon hättest du dir können sehr viel Kaffee kaufen. Davon hättest du viel, viel mehr gehabt. Ah, das ist auch so ein, boah, was ist das so, Marketing-Gedönse, Marketing-Conference. Ja. Wo war die jetzt? Welche Konferenz? In Köln. Ist jährlich in Köln, ist eine größere Veranstaltung. Okay, es war also jetzt nicht die Subscribe. War nicht, nein, es war nicht die Subscribe. Ja, weiß ja nicht. Ich sagte ja, das ist eher so Marketing-Gedönse. Ja, wobei, ne, ist auch nötig. Wir brauchen das, unser ganzes Gesellschaftssystem baut auf dieser Art von Markt auf und so weiter. Alles, was wir an Luxus und so weiter haben, kommt da ungefähr her. Deswegen, ich will das nicht in Bausch und Bogen verdammen, obwohl ich Marketing doof finde. Aber okay, das Tracking erst recht. Also wenn ich jetzt, nein, ich fange gar nicht erst an, nein. Aber es ist am damit wollte ich ja nur sagen, oh, Entschuldigung. Scheiß Delay. Aber gut, dass du dich entschuldigst, schadet nie. Was ja. Ist sonst noch? Ich wollte damit eigentlich nur darauf aufmerksam machen, Martin, dass es, wenn man eine Veranstaltung nicht so geil findet oder das, was da passiert, hat nichts mit dem Alter zu tun. So. Ja, muss nicht unbedingt. Ich kann natürlich auch mit dem Herzen eines 15-Jährigen unterwegs sein, das ist schon richtig. Aber die Begeisterungsfähigkeit für Dinge, wo die Lebenserfahrung sagt, ob das nächste Jahr noch erlebt, weil man einfach schon das eine oder andere halt auch scheitern sehen oder auch vielleicht mit der Perspektive der schlechten Beispiele auch gleich mal die Dinge sieht, die vielleicht nicht so funktionieren oder einfach mal auch aus so einer Datensicherheitsperspektive einfach mal sagt, oh schön und gut, das funktioniert jetzt, aber ist das auch sicher? Ja, dass ihr da an die Daten rankommt, ist ja ganz schön, aber bedeutet das auch, dass alle anderen, die nicht berechtigt sind, auch nicht da rankommen? Das ist ja die zweite Frage und oft wird diese Frage zum Beispiel gar nicht ernsthaft gestellt, weil man will einfach nur, dass es irgendwie funktioniert. Dass Missbrauch aber auch existiert und dass da auch wirksam vorgebeugt werden muss oder sollte jedenfalls für ein belastbares Produkt.
Es geht ja nicht nur darum, dass irgendwie Daten von A nach B fließen, sondern müssen auch sicher da hin und her fließen und die müssen auch morgen noch da sein. Und ja, guck an hier, Uni Göttingen komplett stillgelegt wegen eines Viruses, die Klinik in Fürth ist komplett stillgelegt wegen eines Viruses und so weiter. Da draußen ist ganz schön was los und wenn man das nicht irgendwie mitbedenkt, dann taugt so ein Produkt und dann kann es noch so eine tolle Grafik haben oder einen abgefahrenen Funktionsumfang. Wenn du die Sicherheit nicht mitbedenkst, ja, dann gebe ich da keinen Pfifferling für. Da bin ich wahrscheinlich betriebsblind, weil ich da mit dem Thema einfach zu tun habe, aber und wenn mir da keiner eine schlüssige Antwort geben kann, warum soll ich deinem Produkt jetzt vertrauen, warum soll ich deinem Produkt meine privaten Daten anvertrauen und was machst du eigentlich damit? Oder was passiert, wenn deine Bude dann von einem anderen aufgekauft wird, was ja ganz oft bei den Start-up-Unternehmen ja auch sogar Ziel ist. Die wollen ja gar nicht auf Nachhaltigkeit, der Plan ist ja gar nicht auf Nachhaltigkeit. So, wir haben jetzt hier, wir richten jetzt hier ein Familienunternehmen ein, was in der fünften Generation noch bestehen soll. Nein, man möchte am liebsten nach 2 Jahren 3 Millionen Euro an irgendeinen Großen verkaufen. Das ist ja der Exit-Plan. Das ist ja gleich mit da drin. Und das, da komme ich überhaupt nicht mit klar. Also das verstehe ich nicht. Dass ich etwas mache, mit dem Gedanken, in 2 Jahren will ich das nicht mehr tun. Ich weiß nicht. Dann kann da kein Herzblut drin stecken. Dann ist es wirklich nur Nutzen des Marktes. Ja, ja. Wirklich zu alt. Entschuldigung, bitte was? Entschuldigung. Nee, es schwingt durchaus immer so zwei Gedanken mit. Ne? Das eine ist so, wow, Wahnsinn, dass das geht. Und wie bequem es auch immer sein mag und cool, dass es das eben vorher noch nicht gegeben hat und jetzt ist es da und jetzt gibt's das und funktioniert. Und der andere Gedanke ist dann so, was passiert eigentlich mit meinen Daten? Und das ist so eine Frage, Martin, die du jetzt auch laut geäußert hast, die, ich glaube, die stellt man sich viel, viel, viel zu selten. Oder, ja, doch, zu selten. Denn ja, vor allen Dingen auch die Anbieter. Frage mich warum sich Anbieter hinstellen und unsichere Sachen verkaufen? Das ist mir wenn du ein Schreiner bist und verkaufst ein Bett, was zusammenbricht, wenn sich da dreimal so ein Ehrgeiz geht, meinst du, ne? Geht doch deine Schreinerehre, geht doch da den Bach runter. Genau. Aber wie kann ich denn als Hersteller irgendwas auf den Markt werfen, wo ich genau weiß, das hat die und die und die Lücke und das hält wahrscheinlich ein halbes Jahr und dann bricht aber irgendwo was zusammen. Aber dann bin ich ja raus, dann bin ich schon weitergezogen. Was ist das denn für eine Denke? Da komme ich einfach nicht mit klar. Also das ist, weiß nicht. Also in den Fällen würde ich jetzt mal behaupten, ja, dann würde ich dir zustimmen, da geht's um das schnelle Geld. So. Um das große schnelle Geld. Andererseits glaube ich, es gibt auch viele oder einige viele Projekte, die nicht wissen, dass da größere Schwachstellen vielleicht sind. Die werden dann wiederum aufgekauft, weil irgendwann erschlägt dich halt jeder Geldschein. Glaube ich einfach, wenn du Jahre in die Entwicklung geschickt hast und gesteckt hast und irgendwann bist du selbst auch finanziell vielleicht mal in der Bredouille und dann bleibt dir vielleicht auch nichts anderes übrig, als zu verkaufen. Von vornherein der Exit-Plan ist. Ja, wenn eine Firma in Not gerät und sagt, na, hier müssen wir Kröten schlucken und so weiter. Ja, ja. Weißt du, da ist mein Herz ja auch groß. Aber wenn das von vornherein darauf angelegt ist, wie du schon sagst, das schnelle Geld zu machen mit einer leeren Hülle, die ich irgendwie vermarkte und viele fallen drauf rein und geben mir Geld und dann mit den dann entstehenden Schäden sollen sich doch andere rumschlagen. Das ist, mich würde das ja ist nicht der faire Markt, der eigentlich, auf den wir eigentlich hoffen. Ja, also mich würde ja interessieren, was passieren denn mit nutzerbezogenen Daten, wenn der Nutzer denn natürlich eingewilligt hat, was passiert mit nutzerbezogenen Daten, wenn eine Firma oder ein sehr erfolgreicher Podcast verkauft wird? Okay, das mit dem Podcast ist jetzt so weit hergeholt, aber ja, aber müsste dann nicht der Nutzer zustimmen, dass das so in Ordnung ist? Ja, im Grunde müsste, ja. Müsste, ne? Also
ganz streng müsste es eigentlich einen Treuhänder geben, an den die Daten zunächst einmal gegeben werden. Der darf damit überhaupt nichts machen. Und dann musst du im Prinzip die neuen Kunden darüber informieren, dass es einen neuen Besitzer gibt und ob die Kunden damit einverstanden sind, es zu tun. Aber üblicherweise wird in die AGBs schon gleich reingeschrieben, sollte es mal einen Besitzerwechsel geben, werden wir selbstverständlich alle Daten an den neuen übergeben. Und natürlich wird eine Firma, hier, Facebook und Instagram war doch das schöne Beispiel. Die haben die Bude doch nicht gekauft, weil die Instagram die einzigen sind, die mit Bildmaterial umgehen können, sondern weil die eine große Userbase hatten. Die haben doch WhatsApp, die Daten gekauft. Ja. Hm. Ja? Ja, ja. Und darum geht es dann für die Technik. Und, ich bekomme nämlich seit neuestem einen Newsletter von einer Seite, da habe ich mich im Leben nicht eingetragen, mal nachgeguckt. Ach so. Das war mal ein sehr bekanntes Fotografenforum. Das wurde wiederum von einem größeren Konzern aufgekauft. Und die haben definitiv meine Daten. Ja. Und das finde ich sehr fragwürdig. Naja. Ja, aber wenn es nur Kontaktdaten sind, da sind ja auch einige Juristen dann großherzig. Also. Nö, finde ich nicht. Also da, ja, da ich schön zu reden. Aber lass uns mal wieder da zum Jahresrückblick, das ist jetzt, wow, sind wir abgeschwiffen. Und von unseren Mitpodcastern da hört man gar nichts mehr. Entweder sind die eingepennt, aber ich höre da auch keinen dumpfen Knall und auch keine Kaffeetasse, die über diverses EDV-Equipment schwappt. Okay, hallo? Ich, hier. Kleiner Was? Unangekündigter Test. In welchem Monat waren wir denn? Wir waren Mai. Im Mai. Mai. Wir waren im Mai und werden ungefähr um 2.30 Uhr fertig sein. Ich kann mich du auch. Du bist ja optimistisch. Ja. Ich sagte nicht den Tag. Okay. Nein, das ist ganz schnell vorbei. Was war denn sonst noch im Mai? Der Peter war da, Peter Kohl, der Nautbio. Der hat uns besucht und über sein Podcast-Angebot erzählt. Wirkstoff? Wirkstoffradio? Botenstoff. Oh Gott. Wirkstoffradio sind die anderen, ne? Das sind die. Ja. Botenstoff. Oh Gott. Entschuldigung, Peter. Botenstoff. So, und dann haben wir schon Podstock gehabt. Im Juli. Wir haben im Juni gar keine Episode gemacht. Nein, im Juni haben wir keine Episode gemacht. Aber das Podstock ist eigentlich auch so, ne, die Liste mit drei guten Dingen des Jahres, das ist wirklich verdammt schwer. Wir haben es gerade schon gemerkt, dass Deichpod fehlte bei mir. Es war trotzdem toll und das Podstock fehlte auch und das war auch sehr, sehr toll. Es ist drei Einträge ist nicht genug für so viele tolle Dinge. Ja, jetzt ja auch unter Lars 1 und Lars 2 und Lars 3 einreichen können, dann hättest du schon 9 tolle Dinge sagen können. Bisschen Kreativität, bitte. Ich habe sie jetzt gerade auch schon so ein bisschen durch die Hintertür mit reingemogelt. Ne? Das hat ja schon geklappt. Wettbewerbsverzerrung hier, das gibt's ja nicht. Okay, also Podstock. Wen hatten wir da auf der Bühne? Wer weiß es noch? Das ist mir auch zu doof, hier abfragen. Also es war die Jule, die Bio-Schokolade. Die hat uns über Frauenfußball und ihr Angebot, was sie da im Frauenfußballland macht, erzählt. Das war witzig. Da habe ich versucht, das bisschen Fußballwissen, was ich habe, zusammenzukratzen. Und bei einer von zwei Fragen habe ich sogar richtig gelegen. Das hat mich total gewundert. Was hast du denn gewusst? Ich weiß nicht mehr. Ich hab's ja gewusst. Warum soll ich es jetzt noch wissen? Ich hab's da gebraucht, wo ich es brauchen konnte. Das ist wie beim Führerschein, ne? Ja! Habe ich auch abgegeben, genau. Oh Gott. Haben Sie den, wieso wollen Sie meinen Führerschein haben? Haben Sie den verloren? Den habe ich doch erst gestern abgegeben. Also. Ja, komm. Lassen wir diese alten Witze. Ja, Podstock war wieder ein tolles Ereignis. Diesmal an Pfingsten und einen Tag länger als die sonstigen Ausführungen. Und auch früher im Jahr.
weil das Camp, das Pod, ach, das Podcamp, das CC Camp. Ja, ach, es ist doch, alles heißt irgendwie Pod und Camp. So. Ich glaube, ich werde noch ein Festival erfinden, das heißt dann Camp Pod. Studio Pod Camp. Camp Pod. Link Camp. Ja. Podlink. Ja, Podlink. Podlink ist gut, aber da ist ja auch wieder das Pod drin. Das ist, ja, Camplink. Camplink. Camping. Ja, Camping. Camping. Camping Caravan. Schöne Grüße an den Camping Caravan Podcast, genau. Was habe ich jetzt, wo jetzt habe ich total den Faden verloren. Camp. Sascha schreibt Campcore. Ja, sehr gut, ich habe es auch gelesen. Das ist so gut. Es sieht geschrieben noch viel besser aus, als es man so, ist geschrieben noch schöner, als es gesprochen klingt. Ein geschriebenes Logo. Ja. Pampcode, sehr schön. Ja, könnte von einem Windelhersteller kommen. Ja. Hör doch mal auf. Okay. Also, wir machen das noch mit dem Selbstoptimierungspodcast: Einatmen, Ausatmen. Das kriegen wir noch hin. Gut. Dann hatten wir. Ja, möchtet ihr zum Podstock noch was sagen, irgendwie? Ja, habe ich auch souverän verpasst. Freut mich, dass ich was beitragen durfte. Okay. Ja, souverän verpasst, finde ich. Also souverän verpasst könnte so ein Slogan von dir sein. Marc Litz, souverän verpasst. Das ist super unter. Das könntest du dir tätowieren lassen, finde ich. Nee, nicht? Na gut. Nicht jeder der meiner. Martin ist immer so albern, finde ich. Okay. Ach. So als Arschgeweih oder so. Ich weiß nicht, wo sollte ich den Schriftzug hinten tun? Auf der Stirn wäre es blöd. Ich habe keine Ahnung, wo man so Schriftzüge hießen macht. Verpasst. Auf den Arm oder auf den Rippenbogen oder keine Ahnung. Auf den Rippenbogen? Naja. Den siehst du bei mir nicht. Im Weichzeichner-Modus, okay. Es gibt nichts Unangenehmeres als Lachflash im Podcast. Ah. Genau. Doch, Lars, wenn man nicht weiß, worüber gelacht wird, das ist noch unangenehmer als Hörer. Ja, das war jetzt schon fast der Fall. Aber gut. Herbert Maltruppe. Um was ging's? Camp. Lars hub an. Aber das war doch, ja. Das war, also. Thema ist aber durch. Camp. War toll. War im August. So, nächstes Thema. Habt ihr eigentlich den Film geguckt über das Camp? Ja. Ja. Und? War toll. So, ich werde müde, glaube ich. Ja, All Creatures Welcome. Ja, genau. Hatten wir, glaube ich, auch genau. Schon mal kurz besprochen, ja. Also ja, genau. Ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe. Deswegen muss ich auch gerade scharf nachdenken, was da eigentlich alles drin vorkam. Aber war, glaube ich, in meiner Erinnerung eine gute Zusammenfassung des Camps. Und auch ging ja auch nicht nur um das Camp, sondern halt so insgesamt Chaos-Veranstaltungen. Mhm. Also fand ich ganz, ganz gut gemacht, ja. Hatte einen schönen roten Faden. Ja, kann man an der Stelle nochmal erwähnen und nochmal empfehlen. So. Für alle, die diesen Film noch nicht kannte. Ich hab den mehrfach gesehen inzwischen und ich finde den wirklich sehr, sehr schön. Und dank Crowdfunding frei verfügbar. Ja. Also man muss ihn nicht bestellen oder so. Okay, dann kommen wir zum Juli. Das Camp war schon im August. Also wir waren jetzt beim Camp, das war im August. Also kurz die Bemerkung noch, dass wir ja lauter Podcaster waren. Ja, es war auch eine
mit Begleitung, also Podcasterinnen, ich mache es mit meinem einfach, Podcasterinnen und Podcaster waren, die irgendwie alle keinen Anschluss hatten an irgendwelche Villages im Camp und wir dann irgendwie gesagt haben, ja, wir würden gerne eben zusammen dann eine Gruppe bilden, irgendwie zusammen zelten wollen. Und das war eben sehr schön, dass sich da dann nach Rücksprache mit der Camp-Orga ganz kurzfristig noch ein Village gebildet hat, wo dann insbesondere eben der Sven, der Evil Dan Wallace, wahnsinnig was aufgefahren hat und wir hatten eine super Zeit. Es war dafür, dass das so schnell zurecht improvisiert war, es war einfach großartig. Ich denke da, es vergeht keine Woche, wo ich dann da nicht noch mit Begeisterung dann zurückdenke im Moment. Also davon hätte ich gerne mehr. Sehr schön. Ich wollte noch gerne erwähnen, dass der Oliver Wunderlich vom Morgenradio bei uns gewesen ist, in der 79. Der sollte eigentlich der allererste Gast sein, aber dann war irgendwas dazwischen gekommen und dann konnten wir das dann endlich durchführen. Und in der 80 war das Podcast-Angebot Ach. Das Triumvirat für humorvolle Geschichtsvermittlung oder irgendwie sowas, da zu Gast, haben uns das was erzählt. Die Vera war da, von den Verkügtheiten. Er hat uns als Dame, mehr oder weniger als Hörerin besucht, macht aber inzwischen ja den Twin Think Pod mit ihrer Schwester zusammen. Also ist sie jetzt auch Podcasterin sozusagen. Und danach war der eben schon erwähnte Sven da und hat vom CC Camp und seinen Angeboten, die er da gemacht hat, erzählt. Mhm. Dann kommen wir in September. Da war die Gische da. Ja, ja. Die Chaserella hat vom Deichbot erzählt, was denn da so gewesen ist und sich auch selber vorgestellt und ihre eigenen Angebote. Das Punkteessen, also das, wie heißt der denn? Übergewicht-Podcast. Und natürlich von Abby haben wir gehört. Es gibt übrigens jetzt vom Gastini eine neue Episode. Gische und Abby sprechen über den Teich miteinander. Halb gehört habe ich sie schon. Oder Viertel gehört. Und es ist wieder schön, Abby zu hören. Dann kommt die schon erwähnte Folge mit Linus Neumann als 84. Wo der Linus da war. Wo ich ehrlich gesagt überrascht war, dass er so selbstverständlich zugesagt hat. Ich habe gedacht, da müsste ich länger graben. Nach dem Motto, Sendegarten, was ist das denn? Muss ich mir das mal angucken. Nee, will ich nicht. Er war sofort aufgeschlossen zu kommen, das hat mich sehr gefreut. Und dieses schwierige Spagat zwischen, wir wollen nicht zu viel über die Privatperson Linus Neumann reden, weil er das nicht so mag, aber dann doch auch ein bisschen ein Porträt herstellen, das hat doch ganz gut hingehauen. Also abgesehen, dass ich sehr, sehr müde war an dem Abend und am nächsten Tag, finde ich diese Episode recht gelungen. Danach kam der Sven, der hatte sich mehr oder weniger selber eingeladen. Das fand ich auch witzig. Das finde ich immer wieder gut, dass Leute einfach sagen, ich würde auch gerne mal vorbeikommen. Ja, und dann kriegen wir das auch irgendwie hin und manchmal sehr, sehr schnell, wie bei jetzt beim Sven. Ja, nach dem Motto, dann komm doch, setz dich hin und erzähle. Das hat er dann auch gemacht. Da hat er uns über seine Angebote erzählt. Dann war das Ganzohr. Der Lars hatte uns nach Nordhorn eingeladen. Die Wissenschaftspodcasterinnen und Podcaster treffen sich ja einmal im Jahr oder bisher einmal im Jahr beim Ganzohr-Treffen. Da hat der Lars uns eingeladen. Und anschließend haben wir eine Teilnehmerin, die Rebecca, nämlich vom Praktisch-Theoretisch-Podcast eingeladen und haben dann nochmal so ein bisschen Rückschau gehalten. Ja, und zwischendurch war noch der Kieler Podcast-Tag. Ah. 10. September, wo ich leider dieses Jahr nicht zugegen sein konnte, aber erwähnen wollte ich ihn trotzdem eben. Auf jeden Fall. Noch so ein interessantes Ereignis, wo ich mir wirklich auch vorgenommen habe, 2020 mal vorbeizufahren. Ich möchte das doch gerne mal erleben. Ja, mal gucken, ob das irgendwie alles reinpasst. Und dann hatten wir... Dann hatten wir plötzlich das große Thema Podimo und dann konnte ja der Sendegarten leider nicht drumherum,
Also am liebsten hätte ich es einfach ignoriert, aber andererseits war es dann eben so prominent und dann hatten wir auch tolle Gäste, nämlich den Christoph, den Kiedis Calling und dann hat sich noch der Alexander Hooksmaster dazu gesellt und dann hatten wir quasi so ein bisschen Pro und Contra, nicht ganz, so klar waren die Fronten da nicht, aber wir hatten jemanden, der ganz klar Nein sagte und jemand, der sagte, naja, kommt drauf an und vielleicht ist es ja doch in Ordnung und so und es war eine sehr hübsche Diskussion an der Stelle. Da konnten wir uns ein bisschen zurückhalten und die beiden einfach mal machen lassen. Das war auch sehr komfortabel, fand ich. Nee, aber insgesamt, also schön. Hat doch Spaß gemacht. Ja, und die letzte Episode, die wir jetzt gemacht haben vor dieser, die 88, da war der Marvin da und da haben wir über dieses Thema Wrestling gesprochen, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Ein Thema, wo ich nie gedacht hätte, dass das jemals irgendwie hier Thema wird und nie gedacht hätte, dass mich das ohne dass ich jetzt Wrestling-Fan werden würde oder so, aber doch in der Art und Weise, wie Marvin darüber gesprochen hat, doch positiv beeindruckt hat. Also ich konnte das alles nachvollziehen, was er da erzählt hat und ich kann auch ein bisschen mit seinen Augen gucken und sagen, jo, das ist ein schönes Spektakel, eine schöne Performance-Art, eine schöne Standshow oder wie man immer das nennen möchte, da ist ein bisschen Sport drin, da ist viel Klamauk drin, da ist viel Lindenstraße drin, also so eine geskriptete, sich fortsetzende Serie. Das macht jetzt gerade Bilder im Kopf, ne? Lindenstraße Wrestling, das lassen wir lieber. Ich sag nur Mutter der Nation. Ja, genau. Die will ich, naja. Aber Catch as Catch Can, wenn die dich haut, dann guckst du aber auch vielleicht so. Ja, das definitiv. Ja. Bist du von Bus gelaufen? Nein, ich bin von Mama Beimer gehauen worden. Mutter Beimer, so. Mutter Beimer, genau. Naja. Ja, damit sind wir durch. Dann haben wir wie viel haben wir denn gehabt in diesem Jahr dann? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Ausgaben. Donnerschlag. Ist ja doch fast alle 14 Tage eine. Obwohl wir ein paar Wochen ausgesetzt hatten. Das liegt an diesen Vorortgeschichten, wo wir dann halt zwei oder drei an einem Ort gemacht haben. Jo. Seid ihr zufrieden mit dem, was wir gemacht haben hier? Doch. Sebastian, bist du zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Also, es hat ja immer Spaß gemacht. Es waren immer gute Gäste und Gästinnen da. Da kann man nicht meckern. So kann es weitergehen. Sehe ich genauso. Dann. Du schließt dich dem Sebastian an. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ja, das ist wahnsinnig. Och, warum sollte man sich auch ausdrücken? Ist ja ganz, also völlig überbewertet. Nein, wenn ich jetzt genau. Ich verstehe dich ja. Wenn du dasselbe nochmal sagst, ist das nicht, dass es nichts bringt, nichts Neues, ne? Kurz, prägnant, auf den Punkt. Ja. Ja. Kann man sich keine besseren Therapeuten wünschen als solche. Nein. Lassen mich reden und steuern mich mit wenigen, aber sehr präzisen Kommandos. Ja. Ja. Vielleicht. Aha, ja, der Witz wird jedes Mal besser. Also, ja. Sebastian hat es doch schon auf den Punkt gebracht. Dann lassen wir es auch dabei. Haben wir noch irgendwas vergessen? Es gibt ja noch so eine Liste hier, die deckt sich mit meiner. Ja. Ach, ich habe hier noch so Podcasts Got Shorter. Ja, da wollte ich gerade nachhaken, was das ja. ist. Ja. Achso, ja, Podcasts wir haben ja also, werden immer kürzer in 2019. Genau. Das habe ich gesehen, das war irgendeine Studie oder eine Ausrechnerei, die jemand gemacht hat. Also wir schließen jetzt mal hier diese Nabelschau ab und gucken jetzt mal wieder quasi ein bisschen breiter. Aber das gehört irgendwie zu 2019, deswegen ist es nicht im Querbeet gelandet. Denn 2019 ist ja nicht nur das Jahr, wo also gefühlt die Monetarisierung und die Macke, also das Podcast geht in die Breite, wird zum Massenmedium nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat, finde ich. Und nochmal das, was 2018 und 2017 angefangen hatte. Also jetzt hat es sowas wie eine richtige
eine Bugwelle schiebt es vor sich her. Und es ist natürlich auch das Jahr, wo ganz viele Leute dann plötzlich aufmerksam werden und sagen, oh, da kann man ja auch mal Meta-Analysen drauf machen über die Nutzungsgewohnheiten oder die Ausspielgewohnheiten. Das Thema, wie lang ist ein optimaler Podcast und so weiter, hat uns ja begleitet. Da haben wir auch schon genug üble Witze darüber gemacht. Und in der Kategorie ist diese, was war das, Untersuchung, es war, glaube ich, ein Tweet, den ich gefunden hatte, der hieß dann einfach Podcast got shorter in 2019, I'm measured. Also ich habe es gemessen, Podcasts werden immer kürzer. Und dann denkt man ja auch immer, was reagieren jetzt alle Podcasterinnen und Podcaster und versuchen ihre Angebote einzudampfen oder so. Und wenn man da mal genauer hinschaut, dann hat sich einfach die Zahl der Podcasts, die überhaupt existieren, verdoppelt. Und bei den neuen sind verhältnismäßig viele kurze dabei. Aber die schon da waren, die langen, die sind auch lang geblieben. Also die sind nicht kürzer geworden. Es ist einfach, methodisch ist das einfach eine Nullaussage. Ja, natürlich. Ja. Also, ich verstehe das. Also ich komme da einfach nicht mit klar. Einfach mal so eine Ausgabe vom Proton-Pod hinschicken und die ganze Studie kaputt. alles für Müll. Ja. Also klar, wenn ich da. Manchmal wird Fußball mit 11 Leuten gespielt und manchmal aber auch nur mit 6 oder so. Keine Ahnung, es gibt ja so kleinen oder zu zweit. Oder es gibt Beachvolleyball, da spielen halt 2 gegen 2 und es gibt das normale Volleyball, da spielen, oh Gott, wie viele? 7 gegen 7? Und wenn ich das normale Volleyball und das Beachvolleyball halt, also wenn ich erstmal nur das normale Volleyball angucke, dann spielen halt im Durchschnitt 7 oder 8, keine Ahnung, nehme ich die anderen dazu, ja, dann sind es natürlich weniger. Ist doch klar, aber das heißt ja da nicht, dass Volleyball jetzt mit weniger Leuten gespielt wird. Ja, also laut Studie schon. Das ist ein solcher Unsinn. Und der Beleg, dann, wenn man da so durchgeht, ganz tolle Graphen und Interpretationen und dies und das und jenes. Ich fand das einfach schräg. Podcast got shorter in 2019. Und das dann eben auch als Kernaussage, ja, sie werden kürzer, hurra. Nein, du hast einfach nur ganz viele neue Kürzer in deine Analyse einbezogen. Da drehen sich mir die Fußnägel hoch, wenn Leute sowas behaupten und was übrig bleibt am Ende, ist ja diese Schlagzeile. Und dann haben wir wieder so absurde Aussagen in der Welt, wo man nur einmal hingucken muss, dann zerbröseln sie, aber es guckt ja keiner hin. Wir leben dann mit dieser Schlagzeile. Was ich aber interessant finde, ist natürlich, dass sich quasi die, also er hat das ein Jahr oder sie, ich weiß jetzt gar nicht, hat das ein Jahr vorher gemacht und seitdem hat sich die Anzahl der quasi der Podcast in dem, er hat wahrscheinlich oder sie das iTunes-Verzeichnis einfach ausgelesen und die Folgen analysiert und nehme ich jetzt mal an, ich habe da jetzt nicht genau reingeguckt und das heißt, nach der Aussage hat sich's verdoppelt. Das ist dann aber auch schon sehr krass. Ja, das ist schon krass. Das ist ja diese Welle, von die man durchaus ja auch wahrnehmen kann, denke ich. Also die wir ja auch erleben, dass plötzlich irgendwo überall die Sachen aus dem Boden schießen. Ja, das passt aber auch nochmal zum Jahresrückblick. Ne? 2019. Interessant wäre eine Auswertung, dieses, wie beständig die dann sind. Ob das jetzt genau so hopp, hopp, hopp. Wenn er dieselben, die er in die erste Analyse reingenommen hat, dann in die zweite reinlimmt und sieht dann über die Zeit hinweg einen Effekt, okay, das ist solide. Aber wenn ich einfach andere dazu nehme und dann behaupte, ja, die da waren, sind kürzer geworden, obwohl ich das... Das ist einfach eine solche Nullaussage und da rege ich mich doch ein kleines bisschen drüber auf. Tu es nicht. Verlorene Zeit. Ich glaube, ich habe das getwittert mit Liebling, ich habe die Podcasts geschrumpft. Gut. Okay, das soll es gewesen sein für den Jahresrückblick. Es sei denn, ihr habt noch was. Podcast-Hype
sozusagen in diesem Jahr. Wurde ja eben schon mal angesprochen durch dieses Podcast Godshorter. Wie nehmt ihr das so wahr? Also diese vielen neuen Podcasts, gut, schlecht, positiv, negativ, mir doch egal. Also ich glaube, am ehesten hat man es schon auf der Subscribe gemerkt im März, ne? Also das war ja, weiß gar nicht mehr, über 200 Richtung 300. Ich weiß gar nicht mehr die genauen Zahlen, wie viel wir dann letzten Endes wirklich waren vor Ort. Es hat sich dann ja vor zum Glück ein bisschen verlaufen, aber das war schon eine ganz andere Hausnummer als die Jahre zuvor. Also da hat man das, glaube ich, zum ersten Mal so ein bisschen in Wirklichkeit auch gespürt. Ich meine, solche Zahlen sind immer schwierig zu fassen, weil, wie eben schon angedeutet, was steckt da jetzt wirklich hinter? Probieren Menschen einfach mehr Podcasts aus und stellen halt Sachen rein, aber sind die dann auch wirklich beständig und sind das wirklich Episoden, wo ständig auch was Neues kommt oder halt so einmal ausprobieren? Ich habe jetzt auch einen Podcast gemacht und ja, und das hat man das auch abgehakt, den Punkt. Weiß nicht, wie das gerade so funktioniert. Da könnte wahrscheinlich Christian oder so oder jemand, der da vielleicht eine Statistik mal erstellt, mal Aussagen drüber treffen, ob das ja so ist. Persönlich muss ich sagen, habe ich jetzt, ja, es sind ein paar interessante Formate dazugekommen, aber das eher so aus unserer üblichen Blase. Deswegen kann ich jetzt nicht wirklich sagen, ich habe jetzt aus diesem Angebot, was jetzt dazugekommen ist, irgendwie was wahrgenommen, was jetzt ja mich überrascht hat oder was irgendwie ja mich großartig verändert hat in der Hinsicht mit dem Blick auf die Podcast-Community, wie ich sie bisher kannte. Also bei mir hat sich das ein bisschen mehr bewegt, weil, wie soll ich denn sagen, ich habe mich ja hier und da sowieso selbst in der eigenen Bubble dieses Jahr sehr zurückgehalten aus Zeitmangel. Aber ich bin vielen Menschen begegnet, mit denen ich überraschenderweise dann abends über Podcasts, sei es beim Geschäftsessen oder sonst wo, gesprochen habe und öfter mal Spotify fiel. Also es gibt nicht nur mehr Macher, wird auch hier im Chat geschrieben vom Schiller. Dem erging es wohl ähnlich, lese ich gerade. Ja, hören, also es gibt nicht nur mehr Macher, es gibt auch sehr, sehr viel mehr Hörerinnen und Hörer, habe ich das Gefühl. Also das teile ich mit dem Schiller. Und auch er hat so den Eindruck, ja, und jeder zweite spricht von Spotify. Das ist auch so ein Punkt, der jetzt gerade noch mal gegen Ende des Jahres noch mal so ein bisschen aufgetrumpft hatte, ne, durch diesen Versuch, ein Label oder eine, ja, wie nennt man das, eine Plattform sozusagen zu erstellen, ne? Also jetzt hier mit dieses böse Wort mit P und hört mit O auf, hat ja auch nochmal für richtig viel Wirbel dieses Jahr in der Podcast-Welt sozusagen gesorgt. Oder gehört das nicht für euch so zu 2019? Also für mich hat 2019 so ein bisschen eine Klärung gebracht. Ich war 2018 und Anfang 2019, was diese Podcast-Entwicklung anging, so ein bisschen verwirrt und habe gedacht, jetzt ändert sich irgendwie diese lauschige Community derer, die das aus Überzeugung und Herzblut machen, weil sie irgendeine Botschaft haben, weil sie irgendwas erzählen wollen, weil sie vielleicht sich einen selbst gewählten Bildungsauftrag an Land gezogen haben und gesagt, du, ich kenne mich hier im Fach XY aus und das will ich mal darüber erzählen und damit andere, die da vielleicht Interesse haben, reingucken können oder so, aber mehr so aus so einer spielerischen, will ich nicht sagen, ehrenamtlichen so Gedanken heraus, so ich gebe was für die Gesellschaft. Das hat sich so ein bisschen überformt von vielen Angeboten, die es tatsächlich auf Geldverdienen ausgerichtet haben. Also da steht dann nicht mehr im Vordergrund entweder den eigenen
den eigenen Produktionsspaß auszuleben oder für Hörerinnen und Hörer irgendwie eine kuschelige Anlaufstelle zu sein, sondern einfach, ich stelle was zusammen und ihr bezahlt dafür. Ein ganz klares kapitalistisches Modell. Das hat das so ein bisschen überformt. Und ich habe das erst als Verlust empfunden und inzwischen habe ich für mich so ein bisschen eine Trennung gemacht. Also auf der einen Eisscholle sitzen die, die damit Geld verdienen wollen, und auf der anderen Eisscholle sitzen die, die das einfach für Podcast-Liebe machen. Und das sind einfach getrennte Welten. Ich sehe da keine, die benutzen zwar dieselben Methoden, aber die haben eigentlich inhaltlich einen anderen Spirit. Da gibt's Grenzen und da gibt's auch, die Grenzen sind fließend, da gibt's auch Leute, die wollen, die haben Herzblut und wollen trotzdem Geld verdienen. Und da gibt's auch Geldverdiener, die finden irgendwann auch ein Herzblut in dem, was sie tun. Das will ich überhaupt nicht schwarz-weiß malen. Also das sind Spektren, also das, wir bewegen uns da in so einem Spektrum. Aber ich habe so, für mich habe ich so ein bisschen meinen Blick von denen, die da irgendwie Geld verdienen wollen und das wirklich aus so einem Kommerz, also vordergründig kommerzgetrieben machen, habe ich abgewendet. Die interessieren mich nicht vordergründig. Kann immer mal eine Perle dazwischen sein, kann auch jemand sein, der mir Geld abnimmt und trotzdem ist das ein tolles Angebot und der macht es mit Herzblut. Aber ich habe da so ein bisschen, also wie gesagt, die eine Eisscholle, die andere Eisscholle. Und das erklärt wahrscheinlich auch, dass ich gegenüber diesem Typen da im Pott, im Unperfekthaus gewesen bin, ich den auf der anderen Eisscholle gesehen habe. Vielleicht fehlerhaft einsortiert, weil er gar nicht kannte und ich habe ihm keine Chance gelassen, zu erklären, was er da eigentlich vorhat. Aber ich habe den sofort auf der anderen Eisscholle gesehen, da schwimmt er halt da hinten rum. Da will ich nichts mit zu tun haben. Ist, wie schon vorhin gesagt, nicht der edelste Stil und da will ich auch gerne mit mir selber nochmal ins Gericht gehen und drüber nachdenken. Aber diese Zweiteilung, die ist für mich deutlich. Und ich bin beruhigter und kann wieder mehr entspannter auf diese ganze, auf das ganze Geschehnis gucken, seitdem ich weiß, es gibt da mindestens zwei, sagen wir mal so, Pole. Dazwischen bewegt sich irgendwie ein Spektrum und ich weiß aber, zu welchem Pol ich eher hintendiere. Und dann ist das eben mein Bereich und ich nenne mich auch gerne auch einfach jetzt neuerdings Hobby-Podcaster, um ganz klar zu machen, ich stehe nicht in Konkurrenz mit irgendwelchen Leuten, die damit Geld verdienen wollen. Ich könnte mich auch Feierabend-Podcaster nennen. Das war auch noch so ein Begriff, der mir durch den Kopf ging. Feierabend-Podcaster oder Hobby-Podcaster. Nee, aber wirklich, um ganz klar schön, für mich selber abzugrenzen, ja. wo mein Ziel eigentlich liegt. Und ich will auch überhaupt nicht verglichen werden mit irgendjemand anderem, der das im Namen einer Redaktion macht oder für viel Geld als Solo-Reporter unterwegs ist oder so. Das ist einfach eine komplett andere Welt. Und was soll ich mich damit vergleichen? Da ziehe ich doch nicht um den Kürzeren. Ja, mir fällt gerade ein, ich war ja dieses Jahr auch zu Gast, Anfang des Jahres muss das gewesen sein, in einem kommerziellen Podcast von einer Baumarktgruppe und muss sagen, ja, es ist was anderes. Also, es ist sehr wenig Gefühl irgendwie mit bei gewesen. Also so dieses, das, was wir jetzt hier machen, ne? Das hier, das ist ja irgendwie so, unter uns. So fühlt sich das an, ne? Das ist Feierabend-Podcasterei. Ne? Locker. Wir haben halt Spaß da dran. Ja, genau. Das ist wie wenn ich am Wochenende ins Backhaus gehe und da mein Brot backe. Daneben steht aber eine Brotfabrik. Die hat auch ihre Berechtigung. Ja, ich will ja nicht sagen, dass die Brotfabrik böse ist, aber ich bin halt ein Hobbybäcker. Ich mache ab und zu, backe ich mir irgendwie ein Brot und dann machen wir mal den Ofen an und dann kommt das halbe Dorf zusammen und dann machen wir dann irgendwie Backtag oder so. Das hat alles seinen Wert. Aber hat miteinander nichts zu tun. Das genau. Ist komplett getrennte Welten. Ja, und so hat sich's auch angefühlt. Das ist ein schöner Vergleich. Ja, Amateur ist auch gut. Amateur statt Hobby, also Amateur-Podcaster, weil Amare da die Liebe drin ist. Ne? Das ist natürlich. Ja, wobei ich aber den Begriff, den du eben erfunden hattest, viel schöner finde. Ein Feierabend-Podcaster? Feierabend-Podcaster finde ich gut. Ja, weißt nicht, klar, das mache ich halt nebenberuflich. Ja, genau. Nee, das, ja, doch. Den klaue ich mir jetzt. So. Das, also, wenn du fragst, was hat 2019 da ausgelöst? Genau, dass ich eben
mich selber besser einordnen kann. Ich habe dieses Hinterherrennen und ich habe für mich klar, dass es einfach, das habe ich jetzt schon dreimal gesagt, ne? Ja, danke. Ich finde es toll, dass du dir selbst die Antwort gibst. Ja, bis ich, wenn ich warte, bis Lars oder Sebastian was sagen, dann bin ich schneller selber. Troll, Troll. Ja. Ach, herrlich. Ja, also habt ihr ähnliche Erfahrungen oder Empfindungen oder denkt ihr jetzt gerade, wovon redet der da eigentlich? Und der ist ziemlich weit weg von allem. Wen fragst du jetzt? Zum Beispiel dich. Okay, ich gehe drei Schritte zurück zu einer Frage, die da gerade mal war, ob ich das irgendwie merke, dass jetzt mehr Podcasts da sind. Egal, ob jetzt kommerziell oder so, sondern einfach, dass da eine Welle ist. Nein, ich merke das eigentlich nicht. Ich bin allerdings ja jetzt auch erst 4 Jahre dabei. Das heißt, als ich eingestiegen bin, gab es schon einen ganzen Haufen Podcasts und es war für mich immer genug Auswahl da. Ich habe immer nur eine Auswahl gehört. Es war nie ein Limit da nach oben, dass ich sage, so, jetzt habe ich alle Podcasts in meinem Catcher. Ich muss jetzt warten, dass Neues kommt. Es gab immer Neues und ich habe immer eine Auswahl treffen können und müssen, weil ich kann halt nichts alles hören. So, und wie groß der Topf da ist, aus dem ich jetzt schöpfen kann, das sehe ich gar nicht. Ich sehe diese Grenzen nicht. Das heißt, die Auswahl war immer da, zumindest für mich jetzt, weil kein Mensch der ersten Stunde. Deswegen sehe ich nicht, wie groß diese Landschaft eigentlich ist. Ja, und was ich aber da sagen kann, ist, dass der Topf groß genug, die Landschaft groß genug ist, dass ich nicht irgendwo Richtung kommerzielle Podcasts suche, sondern die Sachen, die ich bislang höre, sind alle mehr oder weniger Hobby geprägt. Teilweise spendenfinanziert, oft oder oftmals spendenfinanziert, kein Problem. Aber keine Werbung und keine kommerziellen Podcast-Labels. Was ich nicht ausschließen will, dass da mal was dabei ist, aber im Moment kriege ich guten Hörgenuss auch so. Und das heißt, ich muss irgendwie mich nicht mit Werbung volldröseln oder so. Es ist genug da. Und wie ist das aus Produzentensicht? Also ich hatte zeitweise das Gefühl, auf meine Stimme kommt es nicht mehr an. Es sind so viele andere da und die das natürlich teilweise eben gut finanziell gepolstert sind, auch mit ganz anderen Möglichkeiten machen können. Da kommt es auf meine Stimme nicht mehr an. Und das habe ich mir zurück, also gedanklich zumindest zurückerobert, zu sagen, doch, es kommt in der kleinen Nische, wo ich sitze, kommt es vielleicht doch auf meine Stimme an. Ja, ja, das muss nicht. Ja. Entschuldige. Nee, rede. Wir hatten hier auch im Sendegarten diesen Punkt schon mal ein paar Mal angesprochen und dass ich auch gesagt habe, ja, so, zumindest in meiner Wahrnehmung hat jeder Podcast irgendwo seine Hörerinnen und Hörer. Und auch von potenziellen Hörerinnen und Hörern sind jede Menge da und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir jemand irgendwas wegnimmt und ob jetzt eine Folge von mir, keine Ahnung, x-mal runtergeladen wird oder y-mal runtergeladen wird, das ist mir eigentlich egal. Ich freue mich natürlich, wenn es viele hören, das ist ganz klar. Aber wenn jetzt 50 Menschen meinen Podcast hören, dann ist das für mich genauso gut, als wenn ihn 100 hören. Also ich treffe jetzt keine großen Maßnahmen oder irgendwie, um jetzt eine Hörerschaft zu akquirieren oder so, sondern meine Projekte, die laufen einfach und ich bekomme Feedback dafür und offenbar werden sie gehört. Ich habe Spaß am Produzieren, das ist doch schon mal was. Das ist gut, dass du dieses Selbstbewusstsein hast und auch hoffentlich bewahrst. Also mir war das zwischendurch mal doch gehörig abhanden gekommen und habe mir das so ein bisschen wieder zurück erdenken müssen. Also zum Beispiel so einfach mal Sachen, Dinge auszuprobieren oder so, auch einfach Quatsch zu produzieren. Ja, und es aber dann auch, also wie gesagt, ne, Podcast-Ideen kommen
Und in meinem Kopf ist dann schon auch irgendwie so gleich so eine Schere, die dann sagt, na nee, komm, das ist aber doch, das ist aber nicht, das ist jetzt nicht seriös genug oder gut genug oder da machst du dich ja mit zum Horst oder das kannst du nicht machen und so. Und einfach zu sagen, ja, natürlich kann ich das machen. Ich bin Hobby-Podcaster, weißt du, ich darf alles. So, also diese Schere einfach nicht mehr zu spüren, das war total, ob ich sie brauche, ob ich das jemals umsetze oder nicht, ist egal, aber allein dieses sich im Denken selber zu beschränken, das aufzuhören, das war mir sehr, das hat mir sehr geholfen. Da frage ich mich, ob das ein Ding ist, wenn man länger dabei ist als ich. Also ich bin ja im Prinzip in der Welle schon mit reingekommen. Also das, als man sagte, ja, Podcast, das wird jetzt groß, das war ja schon angefangen, als ich angefangen habe mit dem Podcasting. Ich weiß nicht, ob man vielleicht ein anderes Verhältnis dazu hat, wenn man eben länger dabei ist. Kann ich auch nicht ausschließen. Lars, ja. Wann war das? Wann bist du dazu gekommen? Vor 4 Jahren? Ich habe 2015 begonnen. Okay. Ich erinnere mich noch, Martin, wir waren damals noch im Team der Pod-Union und wir hatten da, also das war doch noch viel länger her. Da hatten wir doch das Thema mal erleben Podcast eine Renaissance. Oder wie war das noch? Also haben wir das nicht schon immer gesagt? Ist das jetzt die vierte oder ja, so? Genau. Ja, genau. Ne, also ich glaube nicht, dass das so ein Ding ist, Lars, dass wir Menschen, die schon länger dabei sind als du, irgendwie so wahrgenommen wird, weil es hieß schon immer irgendwie, Podcast wird der nächste heiße Scheiß. Der nächste heiße Scheiß. Und ja, diesmal hat es ja offensichtlich gestimmt. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch so ein Ding der Selbstwahrnehmung oder der Wahrnehmung, was ist die Podcast-Landschaft, ne? Das schwankt dieses Jahr auch noch so ein bisschen mit. Also bei mir, für mich persönlich gesprochen. Was ist eigentlich die Podcast-Landschaft und was gehört da rein und was nicht? Und was maße ich mir dann, also das kam dann irgendwann mal so mit, dieser Gedanke, warum maße ich mir das an, zu entscheiden, der darf oder sie darf mit dem Produkt oder mit dem Projekt in der Podcast-Landschaft mit dabei sein und der nicht oder sie nicht. Das ist Quatsch. Egal ob kommerziell oder Hobby, ist irgendwie alles dann halt doch Podcast und die einen interessieren von da und die anderen interessieren mich halt nicht. Ja, und seitdem ich diesen Gedanken so habe, für mich funktioniert's. Ich glaube, bei mir war das so, dass ich in die Podcast-Landschaft reingekommen bin und habe gedacht, das ist ein wettbewerbsfreier Bereich. Da stehen einfach Menschen nebeneinander, aber sie stehen nicht im Wettstreit miteinander. Das ist so ein, der eine bietet dir was an und du nimmst es oder du lässt es und der andere bietet dir was an, du nimmst es oder lässt es. Dass man das eine mehr mochte als das andere, war schon immer klar. Aber es war in dem Moment unter den Produzierenden, hatte ich nicht das Gefühl, als ich da reingekommen bin, dass es irgendwo einen Wettbewerb gab. Und da gab es so einen Tim Pritloff, der auch immer gesagt hat, ja, mach doch und ist alles toll, was ihr macht und je nach so wie er will. Und es war eine totale Ermutigung da. Und das war für mich ein Feld, was ich und ein Umgang mit sich ausleben können, ohne dass gleich irgendwie die Frage dahinter steht, ja, wofür ist das gut und was kannst du damit machen und bist du denn auf der Rangliste jetzt vor dem anderen oder hinter dem anderen oder so? Das gab's einfach nicht. Es war ein wettbewerbsfreier Raum und das hat mich einfach angesprochen und das hat mich, weil in meinem Leben habe ich mit Wettbewerben immer schlechte Erfahrungen gemacht. Ich in der Regel, ne, hier Produktionsspiele, da sind wir wieder, gehörte ich nie zu denen, die irgendwie mal eine Urkunde oder so mit nach Hause gebracht haben. Also ich finde Wettbewerbe eher so, das kann auch weg. So, und ich fühlte mich in diesem wettbewerbsfreien Raum nicht zum ersten Mal in meinem Leben, ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber unglaublich angesprochen und aufgenommen und angenommen und fühlte auch da hatte ich nicht das Gefühl, mit diesem Ablehnen von Wettbewerb unverstanden zu sein, sondern auf Gleichgesinnte getroffen zu sein. Und jetzt kommen Leute, die den Wettbewerb
haben wollen. Die wollen Tausender Kontaktpreise und was weiß ich berechnen. Die wollen Abrufzahlen und die wollen wissen, wer ist auf der Beliebtheitsskala vor wem. Und da ist die iTunes-Chart irgendwie wichtig, obwohl alle wissen, dass das Mondzahlen sind. Aber trotzdem ist es plötzlich wichtig. Und selbst die, die vorher gesagt haben, ach, weißt du, ich mache das hier aus Spaß an der Freude, und plötzlich kriegst du dann zu sehen, ah, wir sind auch unter den ersten fünf, hurra. Plötzlich ist der Wettbewerb da. Und das, dieser geschützte Bereich, dieser Wohlfühlkosmos, der ist dadurch erstmal erschüttert worden. Und jetzt, also für mein Verständnis, gibt es halt den Wettbewerbsbereich, die sich da irgendwie um den Hörer schlagen, um die Marktwirtschaft, um die Bedeutung irgendwie ringen. Und Leute, die vielleicht sagen, mir doch egal, ich mache hier, weil es Spaß macht. So, mir völlig wurscht, was das für einen Effekt hat. Ja, ganz nett, wenn mal jemand schreibt, du, was du da gesagt hast, das hat mir gefallen. Oder wenn du da deinen tickenden Wecker hast, das geht mir auf die Nerven, kannst du das bitte mal abschalten. Wenn du eine Reaktion bekommst, schön. Aber ansonsten geht es nicht um Wettbewerb. Und ich glaube, das ist das zentrale Thema für mich jedenfalls. Wettbewerbsfreier Raum. Und ich habe es genossen. Ich habe es genossen, dass es hier nicht um irgendwas geht. Ich musste nicht besser sein als du oder als besser sein als Lars oder besser sein als Sebastian. Es geht nicht darum, besser als irgendjemand zu sein, sondern gemeinsam was zu machen. Genau. Aber du hast das jetzt sah ich in Gefahr. Und das ist aber, ach so, in dem Moment, okay, wo ich es voneinander trenne, ist es nicht mehr für mich gefährlich. Ich habe meinen wettbewerbsfreien Raum, der ist nicht weg dadurch, dass andere kommen. Die machen halt was anderes. Die spielen ein anderes Spiel. Das ist aber nicht meins. Hm. Und ich kann den Leuten, kann dann sagen, willst du dieses Spiel oder das Spiel? Und bei dem einen bin ich dabei und bei dem anderen nein, dann geh du deiner Wege. Ja. Könnt ihr das verstehen? Das ist mit dem Wettbewerb? Sebastian, kannst du das irgendwie nachvollziehen? Ja, doch schon. Ja, aber also ich habe ihn jetzt nicht so wahrgenommen, weil gut, ich ja, weiß nicht. Gut, du hast das Projekt gestartet, den Sendegarten, oder hast eigene Podcasts? Ich nehme ja hier nur Teil in Anführungszeichen. Deswegen ist da vielleicht der Ehrgeiz jetzt auch nicht so da oder also ich hätte ihn wahrscheinlich nie selber gestartet. Vielleicht ist das, was ich sagen will. Und deswegen hatte ich da nie überhaupt so ein, überhaupt dieses Gefühl. Ich sehe mich auch nicht in Konkurrenz oder uns in Konkurrenz zu irgendjemanden oder Wettbewerb. Das ist halt, also im Chat hat der Sascha noch gefragt, ob die Angst auch daher kommt, dass vielleicht die Abo-Zahlen oder die Download-Zahlen irgendwie gesunken sind. Das ist eigentlich nicht der Fall. Also soweit ich das auf der Webseite von uns sehe, haben wir, also es ist halt je nach, wer mal als Gast oder Gästin da ist, mal mehr, mal weniger, weil die natürlich ihre eigenen Hörer und Hörerinnen mitbringen. Aber ansonsten ist es eigentlich eine recht konstante Zahl, die gefühlt etwas größer wird mit der Zeit. Also man merkt schon, dass da wahrscheinlich ab und zu noch mal ein paar Hörer und Hörerinnen dazukommen. Aber jetzt kein Sprung. Also diese Verdopplung dieser Podcasts, die entstanden sind, scheinen auch sich dann mit den Zahlen der Hörer und Hörerinnen zu decken, dass das quasi dann sich quasi die Waage hält. Würde ich jetzt vermuten. Ist natürlich jetzt keine repräsentative Schnittmenge der Sendekarten, aber ja, könnte man so meinen. Wahrscheinlich bedeutet das nur, dass die Zahlen nicht so schnell gestiegen sind, wie sie hätten wachsen können, hätte es keinen Wettbewerb gegeben. Ich sehe das ja mit einer gewissen Sorge, dass hier immer mehr Menschen, also hier, was weiß ich. Ich hatte damals irgendwann mal gesagt, wenn wir 500 Leute erreichen, das wäre total klasse. Ja, und da sind wir weit drüber weg. Und hier, was Linus da war, der hat natürlich seine ganze Gefolgschaft angestiftet, da sind wir über 4000. Das ist mir schon nicht geheuer irgendwie.
Die bleiben dann auch nicht hängen. Also zumindest nee, Gott sei Dank. Genau, sonst kann der Martin sonst nicht schlafen. Also. Das ist absurd. Ich verstehe das ja, weil alle reden viel Hörer, viel gut. Aber nee. Was ist denn deine Sorge? Vielleicht das mehr Relevanzgeschichte. Achso, du weißt doch, das haben wir ja in der 71 gemacht. Das dann heißt, ja, was der Sendegarten sagt, hat irgendwie Bedeutung und Relevanz und hier wird die Welt diktiert. Ist denn Relevanz abhängig davon, wie viele einen hören? Ja, klar. Nein. Nein, bin ich komplett. Ja, in der Marketingwelt, das ist ja verständlich. Ja, aber wir verdienen doch damit. Viele Hörer, also. Ja, das ist aber dasselbe Maß, was angelegt wird, nur mit unterschiedlichem Zweck. Ja. Sag aber mal, bei der Wiki. Martin, ja. Ja. Mach. Ja, was? Ich kann leider nichts verstehen. Hä? Ja, wir haben. Ja. Jeder wartet auf Lars, dass er irgendwas sagt. Nein, Martin und ich haben gleichzeitig angefangen zu reden und ich habe gesagt, dass Martin sprechen soll. Achso, das habe ich nicht verstanden. Ich habe nur gesagt, ich habe eigentlich, du wolltest irgendwas von Wikipedia sagen, glaube ich. Ja, wegen der Relevanzdiskussion. Ne, es ist schon irgendwie wichtig anscheinend, wie viele Menschen man erreicht, um zumindest zum Beispiel nach Relevanzkriterien der Wikipedia einen Eintrag zu bekommen oder nicht. Wobei also da Reichweite, ist es, Reichweite spielt eine Rolle. Irgendwo. Wobei da ist ja nur die Chance dann höher, dass man irgendwo erwähnt wird, was man dann in der Wikipedia als Referenz angeben kann. Also da ist dann die Masse ja dann auch nicht unbedingt ausschlaggebend, sondern die Qualität der Referenzen. Also ich sehe dort eigentlich nur reichweitenstarke Podcasts und würde sagen, dass es durchaus auch kleine Projekte gibt, die eine ähnliche Qualität liefern können, die aber eben die Reichweite nicht haben. Oder noch nicht haben oder wie auch immer. Also ich bin mir nicht sicher, ich meine, eins der Kriterien war, dass es halt irgendwo mal unabhängig von dir in der Presse oder so halt Berichte geben müsste, worum man sich im Artikel entsprechend, wobei auch Tims Einträge werden, glaube ich, immer wieder mal zur Diskussion gestellt, ob die da drin stehen bleiben sollen oder nicht, oder auch andere Podcasts, also. Das wird ja auch immer wieder in Frage gestellt und da magst du schon recht haben, wenn da natürlich eine, sag ich mal, eine Fanbase dahinter steckt, die da auch entsprechend mitvotet, dann werden solche Sachen natürlich schneller wieder entsprechend abgewürgt und bleiben dann doch bestehen. Oder kommen halt erst überhaupt rein, ja, das könnte durchaus sein. Wollen wir es einfach so stehen lassen? Ich glaube, sonst kommen wir wieder in so eine elende Diskussion, die wir schon mehrmals gehabt haben, von der wir uns eigentlich schon wieder gelöst hatten und jetzt hängen wir wieder so ein bisschen drin. Die Chaserelle hat einen schönen Satz zum Schluss. Es ist nicht wichtig, wie viele Menschen du erreichst, sondern wie du die Menschen erreichst. Dankeschön. Dankeschön fürs Finden, Sebastian, und Dankeschön fürs Schreiben, Chaserella. Lass uns einfach mal weitergehen. Wir gehen jetzt hier aus dem wo sind wir denn? Auf der Gartenbank raus und gehen mal ins Querbild und gucken mal, was da so ist. Da sammeln sich ja so ein paar diverse Einträge, da muss ich selber mal gucken. Studio Link Standalone, Neuigkeiten in der Nightly steht hier. Ah, Studio Link ist natürlich eine Sache für Sebastian. Was heißt das? Was bedeutet das alles? Ich schraube jetzt schon seit ein paar Wochen wieder an der neuen Standalone-Version und ich habe jetzt auch schon mal so ein bisschen ein paar Features eingebaut, die ich auch schon zum Beispiel den Lars zum Testen gegeben habe, wie dem ASIO-Support unter Windows. Ja, ASIO, also es gibt unter Windows meistens verschiedene Treiber-Systeme. Der üblichste ist so Wasapi und dann gibt es noch Direct Audio und
auch ASIO und ASIO ist halt meistens der Treiber, den man zum Beispiel installiert von dem Hersteller des entsprechenden Audiogeräts, der dann auch meistens die geringste Latenz mitbringt. Das heißt, der ist dann abgestimmt auf das Audio-Interface. Ob der Treiber dann gut oder schlecht ist, das hängt dann immer noch davon ab, wie viel Geld wahrscheinlich der Hersteller dafür bezahlt hat. Es gibt da auch einfach Standard-Treiber, die fast, ich würde mal behaupten, in 80-90% steckt die gleiche Firma dahinter, die diese ASIO-Treiber schreibt für die Hersteller. Aber der ist relativ gut und latenzarm und insbesondere Mehrspur-Interfaces, diverse, werden damit erst überhaupt wirklich nutzbar. Das ist jetzt zumindest schon mal in einer Alpha-Version von mir freigegeben, dass man das testen kann. Und Lars zeichnet sogar heute darüber auf. Ja, genau. Ui. Klappt ganz wunderbar. Bis jetzt. Ja, dann habe ich noch was Ähnliches unter Linux, da habe ich den Jack-Support, das ist auch ein alternativer Treiber, Treibermodell, basiert zwar auf ALSA, aber da sind auch die Latenzen optimiert und vor allem da hat man auch ein ganzes Ökosystem nochmal dahinter, womit man dann auch besseres Routing unterstützen kann oder zum Beispiel auch sehr einfach dann den Azure das Ganze nochmal reinbekommen kann, weil das Plugin macht unter Linux, unter Azure auch immer wieder mal Schwierigkeiten. Und das ist dann quasi so ein alternativer Weg, dann den man gehen kann, um das dann auch dort zu nutzen. Vor allem die Standalone ist auch wesentlich einfacher in der Bedienung und auch mehr Spuraufnahmen, als das jetzt unter Azure mit dem ganzen Routing einsetzbar ist. Also das habe ich nie so simpel hinbekommen, wie das unter Ultraschall und Reaper möglich ist, weil es da einfach so ein paar Fallstricke in Azure gibt, die das so ein bisschen verhindern. Da kann man so über Bande das hinbekommen, aber da gibt es dieses relativ einfache Routing-Modell nicht. Da muss man über so Bus-Systeme nochmal so extra Spuren aufmachen, um da quasi dann das Ganze nutzbar zu haben. Ja, das geht jetzt damit dann auch wesentlich einfacher, bringt, ja, ich hoffe, das ist für jemanden nützlich und wird dann in der nächsten Version auch dann mit rauskommen. Ja, mal gucken, ob ich die noch vor Weihnachten rausbekomme oder vielleicht auch zu Weihnachten. Das muss ich da mal schauen. Ja, fein. Da machst du bestimmt nicht nur den Lars mit glücklich, aber er feiert es hart. Ja. Sehr schön. Ja, ich bin jetzt halt nicht mehr nur auf eine bestimmte Software angewiesen, was diese Geschichte mit der Mute-Taste und dem Routing angeht, sondern es geht jetzt auch eben mit Studio Link. Und eben öffnet dahin auch noch den Weg, zum Beispiel die Sache mit Hindenburg aufzunehmen. Ich kann es jetzt eben mit jeder DAW, die ich hier im Einsatz habe, nutzen und nicht nur mit einer. Das finde ich sehr schön. Ja, das ist cool. Okay. Schön. Heute ist mir aufgefallen, Lars, dass wir ein paar Mal das Problem hatten, dass wir beide was gesagt haben und dann beide wieder aufgehört haben. Das ist ja typischerweise so ein Latenzproblem. Kann das mit der anderen Technik zusammenhängen oder ist das jetzt tatsächlich nur Zufall? Da würde ich jetzt an Sebastian übergeben. Mit der Frage. Möglich, aber normalerweise ist die Latenz an der Stelle relativ gering. Also da reden wir vielleicht über 20, 30, maximal 60 Millisekunden, die da mehr Latenz sein können. Wo es schmerzhaft wird oder wo es problematisch wird, sind eher so 100 bis 300 Millisekunden Latenz irgendwo da. Wird man das dann merken eher. Also wenn an der Stelle meistens Probleme auftreten, dann knackt es auch enorm oder ist halt wirklich schlecht zu verstehen. Das haben wir jetzt beim Lars nicht gehabt. Also gehe ich mal davon aus, dass der Teil in Ordnung ist, aber das kann natürlich in diesem Netzwerk bedingt sein. Also ich muss heute auch quasi nochmal auf einen anderen Provider wieder wechseln, weil der andere Provider quasi zwar 10 Mbit im Download geliefert hat, aber 0,0 im Upload. Oh. Was ich aber wohl heute schon beobachtet hatte, waren, dass also ein paar Mal Aussetzer in meine Richtung waren. Das hatten wir ja auch im Chat mal erwähnt gehabt zu Beginn heute. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch irgendwie Zusammenhänge bestehen.
keine Ahnung. Ja, das kann jetzt auch an der ganz normalen Leitung gewesen sein. Ich glaube, es war auch ab und zu an meiner Leitung. Ja. Okay, dann gehen wir davon aus, dass das damit nichts zu tun hat. Dann ist das an anderen, liegt das an anderen Gründen, vielleicht aber auch an der Fitness einzelner Leute, wie man halt reagiert, wie ich vielleicht zu spät reagiere oder zu früh oder wie auch immer. Hm? Okay, der Marc hatte gerade spontan noch irgendwas als Ergänzung zur Ausgabe 87 angekündigt. Ja, Folge 86. Also na, dann wollen wir mal nicht Folge, so sein. In der Rebecca Moltmann zu Gast war. Das war die 86. So. Und darin sprach Lars ja von dem Mischpult. Und wir waren uns sehr einig darüber, dass das Ding zu teuer ist. Es ging um das Zoom L8 oder LiveTrack L8, irgendwie sowas. Und dass man ja lieber 50 € drauflegen sollte, um ein L12 zu kaufen, weil das halt mehr Anschlüsse hat, pipapo. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe das Ding jetzt hier stehen. So. Kann aber rein noch gar nichts dazu sagen. Einfach nur, dass ich wegen dieser Unterhaltung da in dieser Folge dann doch zugeschlagen habe und bin jetzt halt mal gespannt, ob das Ganze so funktioniert, wie man sich das so vorstellt. Wir sprachen ja auch darüber, dass man mit dem Teil mobil aufnehmen kann oder mobil produzieren kann, bis zu 4 oder 5 Teilnehmer, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja, ich bin gespannt. Ja, der Schiller schreibt schon, ich dachte, Thomann hatte schon zu. Lars, auf was spricht der denn da an? Ich kann mich nicht erinnern, dass solche Gespräche außerhalb des Sendegartens stattgefunden haben. Naja. Ja. Doch, genau. Kalender. Also, ne? Nein. Glaube ich nicht. Nein? Hören sagen. Nein. Genau. Ach, Lars, ich bin immer noch so, wie soll ich denn sagen? So zwiegespalten. War das jetzt gut oder war das schlecht? Ist das ein guter Preis? Ist ein schlechter Preis? Du hast das L12. Das kannst du nur für dich entscheiden. Ja, aber wie viel wert ist es jemanden, wenn er sagt, ich will mobil aufnehmen? Oder wie viel ist eine mobile Aufnahme Möglichkeit wert? Und ich alleine schon aus dem Grund, dass du nee, warte, ich muss anders anfangen. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Wenn ich habe ja das Zoom, wie heißt das Ding nochmal? Warte mal, das H6, ne, dieser kleine Field Recorder. Hallo, Leute. Das Zoom H6, ist denn richtig oder falsch? Du hast das H6, ja, das kann sein, weiß ich ja nicht. So. Und das, wenn du sagst, nein, du es war eher so in Lars Richtung gesprochen, weil wir darüber ja aufgenommen hatten. Genau, das Zoom H6. Damit kann man außerhalb natürlich auch aufnehmen, ist schon richtig. So, du kannst auch mit einer Powerbank das Ding betreiben, funktioniert auch, alles wunderbar. Was da aber fehlt, ist beispielsweise, wenn man eine Sendung hat wie den Sendegarten, die Möglichkeit, ohne einen Laptop oder einen MacBook oder sonst irgendwie einen Computer Jingles einzuspielen. Und dieses L8, ich weiß nicht, ob das L12 müsste auch ein Soundboard irgendwie haben, ne? Bietet nein, eben hat diese es nicht. Oh, okay. Also das L8 hat wohl ein Soundboard. So. Das heißt, man könnte damit sowas wie den Sendegarten eben frei von irgendwelchen Rechnern aufnehmen. So. Und dieser Gedanke finde ich sehr, sehr cool. Deswegen habe ich zugeschlagen. Du bringst deine Einspieler quasi mit. Ja. Genau. Auf dem. Also, ja. Und darauf bin ich halt sehr gespannt, ob das wirklich so funktioniert, wie man sich dann eben vorstellt. Ja. Und vielleicht ist das ja diesen Preis einfach wert. Ja. Ich versuche mir das jetzt schön zu reden. Natürlich ist es den Preis wert. Natürlich ist es preiswert. Na, preiswert ist es nicht, aber es ist den Preis wert. Ja gut, dann berichte mal, wenn vielleicht du da erste Erfahrungen mitgemacht hast. Du kannst ja mal einen Sendegarten so simulieren zu Hause und dann kannst du mal gucken, ob das funktioniert.
muss ich noch Sebastian irgendwie bezirzen, dass er mir Studio Link aufs iPhone bringt oder aufs Android-Phone. Mal gucken. Aha. Du kannst es doch erstmal lokal simulieren? Nein? Ja, aber dann kann ich ja nicht mit euch sprechen. Ah, okay, das willst du auch gleich machen. Ja, okay, ich dachte, es ging jetzt um die Einspielung von Audioschnipseln. Na, das werde ich so oder so mal ausprobieren. Ja. Aber okay, probier es aus und dann kommst du wieder und erzählst uns, was du... Ich komme gar nicht wieder, ich gehe erst gar nicht. Ich bleib jetzt hier sitzen. Okay, dann bleibst du halt da sitzen. So, sonst noch was im Querbeet für Technik und Sonstiges? Ich hätte nichts. Sonst gehen wir einfach mal weiter in den Kalender. Kalender ist die Ecke für den Lars. Der hat wieder die Termine der nächsten Wochen zusammengetragen. Was gibt's denn da, Lars? Ja, die Termine der nächsten 3 Monate, wie immer aus dem Sendegate. Und ja, dann los geht's nächste Woche schon, 27. Ist doch schon nächste Woche, ne? 27. Mhm. Ja, nächste Woche am 27. bis zum 30. Dezember ist der 36C3, der Chaos Communication Kongress. Dieses Jahr auch wieder an der Leipziger Messe und der Sendegarten wird auch zugegen sein und von dort berichten. Ich freue mich schon sehr darauf. Dann geht's ins neue Jahr. Am 3. Januar 2020 geht's also ins Unperfekthaus nach Essen. Da geht's los um 19 Uhr. Treffpunkt ist da nochmal der Raum 104. Am 14. Januar gibt es dann das Podcasting Meetup Franken, Beginn ist da um 18 Uhr. Der Veranstaltungsort ist allerdings nur für Mitglieder der Meetup-Gruppe sichtbar. Einen Link gibt es eben im Sendegate im Veranstaltungskalender und dann mal Mitglied der Gruppe werden, dann kann man da mal nachgucken. Dann gibt es nun auch in Hannover ein Podcasting Meetup. Da ist das erste Treffen am 17. Januar ab 17.30 Uhr im Heim W. Und das schreibt sich Heim wie das Heim und dann ein großes W dahinter. Dann geht's zum Podcast Meetup Leipzig. Das findet statt am 22. Januar. Veranstaltungsort ist hier wieder der Bayerische Bahnhof. Los geht's um 20 Uhr. Dann geht's in die Schweiz. Und zwar nach Bern. Da gibt's vom 21. bis zum 23. Februar das 10. Sonor Radio und Podcast Festival. Dazu gehören Wettbewerbe und Workshops. Veranstaltungsorte sind hier das Kino Rex und das Museum für Kommunikation. Danach geht's nochmal nach Leipzig zum Podcast-Meetup. Da gibt's am 26. Februar, das ist wieder am 26. Februar, am 20 Uhr wieder im Bayerischen Bahnhof. Und heute wurde schon mal über einen Podcast-Preis gesprochen. Sagen wir mal, es ist der Nachfolger. Da gibt's dann die Preisverleihung. Das Ganze findet statt am 19. März im Festsaal Kreuzberg in Berlin. Links und weitere Infos gibt's zu den Veranstaltungen im Sendegate. Da gibt es auch schon natürlich den 2020er Kalender, der sich ordentlich füllt inzwischen. Und das sind alles Wikis und die sind offen für weitere Einträge. Und wenn man also etwas hier genannt haben möchte, einfach dort ergänzen, dann ist das hier beim nächsten Mal dabei. Ganz herzlichen Dank für die Termine. Es ist also immer noch was los im Podcastland. Sehr schön. Gut, das nächste, was wir haben, sind die Setzlinge. Genau, Setzlinge. Und da freue ich mich sehr, dass ich nicht der Einzige bin, der einen oder zwei Setzlinge reingeworfen hat, sondern der Lars hat auch einen Setzling mitgebracht. Was hast du da gefunden? Ich glaube, es war in der Podimo-Folge, ich sag's mal so, die schon mal kurz genannt worden. Es gibt ein Projekt, das da heißt Werkgetreu James Cameron. James Cameron ist ein groß gefeierter Regisseur, produziert eben Kinofilme und dieser Podcast Werkgetreu James Cameron bespricht also diese Kinofilme ausufernd. Und das ist also von der Gruppe Menschen, die also auch schon die Serie Firefly besprochen haben und minutenweise Matrix gemacht haben. Jetzt besprechen sie James Cameron Filme. Da gibt es eine Nullnummer und die behandelt auch die erste Regiearbeit von James Cameron, nämlich den Kurzfilm Xenogenesis, und inzwischen ist auch da die erste reguläre Folge erschienen und da geht's natürlich um den ersten Terminator-Film.
Und ja, dieses Besprechen, dieses Rumnörden an so Kinofilmen, da habe ich wohl einen gewissen Spaß dran. Und ich habe auch an Filmen von James Cameron, zumindest an den meisten davon, einen gewissen Spaß. Und ja, so zum nochmal an die Filme denken und vielleicht auch Szenen oder Dinge zu entdecken, die sie dort besprechen, die man selber noch nicht entdeckt hat. Dafür habe ich schon eine Menge Spaß damit. Und ja, drum wollte ich das hier mal als Setzling vorstellen. Prima. Ich habe einen kleinen Ausschnitt daraus gefummelt, nachdem ich gesehen habe, dass du das vorgeschlagen hast. Ich glaube, der gibt zumindest so ein bisschen Eindruck davon, was da gemacht werden soll. Hallihallo, schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, um unseren neuen Podcast zu bestaunen. Werkgetreu James Cameron. Alexander, du hast mich darauf hingewiesen, werkgetreu ist eigentlich ein Wort, was anderes beschreibt, nämlich wenn man einem Werk folgend ein neues Werk schafft. Naja. Was genau ist dann hier dran anders als das, was wir vorhaben? Naja, also wir haben euch natürlich auf ein leicht falsches Gleis gesetzt, aber wer sich noch erinnert, als wir seinerzeit minutenweise Matrix gemacht haben, habt ihr auch mitunter gedacht, wir würden einen Podcast machen, der nur eine Länge von einer Minute hat. Werkgetreu ist ja eigentlich etwas, wenn man ein Buch hat und daraus wird ein Theaterstück oder ein Kinofilm gemacht und je näher dann diese Umsetzung an der Buchvorlage, Romanvorlage ist, desto werkgetreuer ist das Werk. Also Kinofilm oder Theaterstück. Und was wir hier aber machen, ist, wir bleiben den Werken einer Person treu. Das ist eigentlich unsere Idee. Und was wir hier machen wollen, ist, dass wir die Regiewerke des sehr, sehr erfolgreichen Regisseurs James Cameron hier besprechen wollen in diesem Podcast. Genau. Genau, man folgt also dem Werk eines Menschen und nicht das Werk wird wortgetreu umgesetzt. Das ist tatsächlich ein bisschen anders in der üblichen Bedeutung. Ja, das nur zur Ergänzung sozusagen zu dem, was du eh schon gesagt hast. Hat dir der Ausschnitt gefallen? Lars? Hat dir der Ausschnitt gefallen? Ja gut, ich meine, es ist ein Setzling und sie stellen sich da kurz vor, klar. Gut, prima. Dann gehen wir weiter. Und das ist etwas, das ist mir aufgefallen durch einen Tweet der Jenny Günther, die vor ein paar Tagen einen Tweet von Heiner Fischer weiter getweetet hat. Und Heiner Fischer schrieb, ich möchte dir einen Podcast ans Herz legen. Meine 18-jährige Cousine aus Leipzig hat einen Literaturpodcast gestartet und veröffentlicht zurzeit jeden Tag eine Adventskalender-Episode. Da war ich dann neugierig, weil podcastende Frauen sind ja noch immer was Besonderes. Und so junge podcastende Frauen, da habe ich gedacht, Jugendforsch, habe dann mal so reingehört. Und das, was die Carla da macht, das hat mich ziemlich vom Hocker gehauen. Sie ist jetzt ein bisschen, also sie hat angefangen mit diesem Podcast Adventskalender und ein paar Folgen mussten jetzt aus Zeitgründen leider, haben nicht stattgefunden. Und sie hat jetzt auch in der letzten Episode gesagt, dass sie so ein bisschen das Konzept nochmal ändert. Also sie ist noch so auf der Suche. Auch die Webseite, die heißt freispunk.de, die ist noch ein bisschen strubbelig, aber Carla hat mich vom ersten Augenblick in ihren Bann gezogen und ich habe einfach für den Höreindruck mal die erste Episode, die sie gemacht hat, komplett mitgebracht. Die ist nur 4,5 Minuten lang. Aber ich hätte auch nicht gewusst, wo ich schneiden sollte. Und ich glaube, ihr werdet, wenn ihr das gehört habt, verstehen, warum. Bitte, Sebastian, spiel doch mal ab. Du hörst Freisprung. Ein Podcast für Leser, Hörer und Denker. Zum Beobachten, Entwickeln, Wachsen und Diskutieren. Wenn du eines davon bist, wirst, willst oder aktiv betreibst, dann bleib dran und lass dich drauf ein. Hallo und herzlich willkommen zu dieser meiner ersten Podcast-Folge. Du bist höchstwahrscheinlich mein erster und einziger Hörer. Von daher kann man das hier als eine fast heimelige Atmosphäre bezeichnen. Nimm dir was zu trinken, was zu essen und setz dich gemütlich hin. Vielleicht spülst du auch gerade dein Geschirr.
dann stell dir vor, ich stehe mit einem Handtuch in der Hand neben dir und trockne ab. Vielleicht bist du auch gerade unterwegs. Dann bin ich die aufdringliche Fremde, die dir das Kapitel deines Buches versaut, weil sie dir etwas erzählen möchte. So oder so. Es sind nur wir zwei. Deswegen fühl dich frei, alles zu kommentieren, mir Ideen, Anregungen, Kritik und Lob dazulassen, in genau der Sekunde, in der du mich sprechen hörst. Gib mir Tipps zum Technischen, zum Inhalt und zu allem anderen, was ich unbedingt wissen muss. Denn genau darum geht es. Ich weiß wenig, fast nichts. Und ich suche. Vielleicht nach eben jenem Wissen, das ich noch nicht habe, vielleicht findet man das aber auch auf dem Weg. Während man gebückt ganz langsam über Wurzeln und Blätter auf der Straße und Löchern im Asphalt geht. Gebückt, denn man hat die Augen offen. Man sucht. Sucht dort auf dem Boden nach Antworten zu Fragen, die man noch nicht kennt und nach Fragenden zu Antworten, die man noch nicht geben konnte. Ich suche nach einem Medium, um mich zu artikulieren. Nach einer Art, Sprache zu verwenden, die mehr transportiert, als mein Körper es kann. Ich suche gebückt und bin über einen Podcast gestolpert. Der lag da auf meinem Weg. Und während mir 100 Dinge gleichzeitig entgingen, blieb er still vor mir liegen. Und meine Füße wollten sich nicht über ihn bewegen. Deswegen stehe ich seit Wochen nun an einem Punkt und betrachte den vor mir liegenden Podcast. Der sieht stetig anders aus. Und erinnert mich an das Radio, das Autofahrten mit mir verbringt und meinen Augen beim Suchen eine Pause gönnt. Spannt die Ohren ein und überlässt das Bildermachen meinem Kopf. Der Podcast scheint mir sein nächster Verwandter, wie der jüngere Bruder oder der Neffe aus der Großstadt. Vielleicht habe ich mich ein wenig verliebt in diesen Neffen, während ich ihn so ausgiebig betrachtet habe. Und wie es Verliebte so tun, probiere ich mich aus. Aus in anderem, dem Neuen und Fremden und schaue, ob es zu mir passt. Die nächsten Schritte schließe ich deswegen die Augen und höre ein wenig genauer hin. Deswegen gehe ich langsamer, denn ich kann nicht sehen, was um mich herum passiert. Das ist schön, denn um mich herum entsteht ein neuer Raum, den ich schaffen und gestalten kann. Ein Raum, der für jeden ein wenig anders aussieht, der einlädt, dich zu mir zu setzen oder ein Stückchen zu gehen, gerne da zu bleiben und Freunde zu holen. Dadurch, dass wir die Augen schließen, gehen wir zwei nicht mehr gebückt, sondern gerade, suchen mit anderer Perspektive und finden vielleicht mehr. Während wir hier sitzen, stehen oder gehen, erzähle ich dir, wie gern ich lese. Modernes und Altes. Und dass ich darüber sprechen will. Will sagen, was ich denke, wenn ich lese und lese, wenn ich denke. Ich erzähle dir, dass ich gerne beobachte und davon Bilder malen möchte in deinem Kopf. Und dass ich mich nicht kenne. Nicht richtig. Und der fünfte Schritt stets die Richtung ändert. Der Schritt, nicht ich. Aber ich folge ihm, denn ohne komme ich nicht voran. Folge dem Schritt meinem eigenen treu und ziellos und suche wohl immer noch und lang. Aber ich muss mich nicht finden, noch nicht, nicht jetzt und nicht mit dir. Mein Ich kommt schon zu mir, wenn es Zeit ist. Wir zwei wollen diskutieren und daran wachsen wie Bäume am Wasser. Das Wissen sammeln, was wir nicht haben und uns widersprechen, das liebe ich am meisten. Denn wir sind jung und die Straße noch lang. Bis es dunkel wird, haben wir noch genügend Zeit. Also lauf doch noch ein Stück mit mir. Wenn du mehr hören möchtest, dann sei das nächste Mal wieder mit dabei. Und schreib mir gern an freisprung@gmx.de. Bis dann. Ich war wie vom Donner gerührt, als ich das gehört habe. Das ist wirklich krass, also in vielerlei Hinsicht, also dass das die erste Episode ist, ne? Das ist schon bemerkenswert. Also sie möchte Tipps bekommen, ich könnte jetzt nicht viele geben. Nee, stark, auf jeden Fall. Ja, und die anderen Episoden, also wie gesagt, ist ein Literaturpodcast, sie stellt oder hat bisher eine Frage in den Vordergrund gestellt und dann gesagt, wie sie oder welchen ein Buch genannt, was in dem Zusammenhang mit dieser Frage irgendwie wichtig war für sie. Das sind teilweise kurze, etwas längere Episoden und ich bin einfach total geflasht, 18 Jahre und kann formulieren, wie dass ich mein Ohr einfach da
anknüpfen, anhängen möchte, fixieren möchte und sage, Carla, erzähl mir was. Es ist großartig. Es ist einfach großartig. Ich bin, also, ich muss sagen, der Heiner Fischer, der da den Tweet geschickt hat, ich möchte euch diesen Podcast ans Herz legen, den kann man auch nur danken, dass er das gemacht hat. Und in seiner Twitter-Biografie steht drin, dass er selber auch Podcaster ist. Das soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Er macht nämlich den Vaterzeit-Podcast. Das ist ein Papa-Podcast. Er selber ist, glaube, Vater. Also ja, klar, Vater, der macht hier, wie heißt denn das? Vater, sagt man, also Hausmann. Hier diese... Er kümmert sich um die Kinder, so. Elternzeit? Und er schreibt dann dazu... Heißt das so? Eltern, ja, oder irgendwie sowas. Jedenfalls gibt es da so Fotos auf der Seite, wo er dann ein Kind auf dem Rücken geschnallt hat, eins auf dem Bauch. Das ist ziemlich witzig. Wir nehmen uns Zeit für interessante Themen rund um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Hochsensibilität bei Männern. Hin und wieder bereichern spannende Gäste den Podcast. Dabei haben wir nicht den Anspruch, perfekt und oder lustig zu sein. Lieber hinterfragen wir informativ, kritisch und wertschätzend. Das ist der Vaterzeit.rocks. Also Vaterzeit-Podcast unter http://vaterzeit.rocks oder vaterwelten.de, das ist die zugehörige Webseite. Aber was wir gehört haben, war der freispunk.de und ich habe Carla angeschrieben und gefragt, wo Freispunk herkommt. Und da sagte sie, das möchte sie eigentlich ganz gerne so ein bisschen auch unserer Fantasie überlassen, aber wer sich mit Pippi Langstrumpf auskennt, ja, der könnte vielleicht was wissen. Ja, das war meine erste Verbindung, als ich den Titel gehört hatte. Der Spunk. Ja. Also ich bin, wie gesagt, völlig geflasht und selten hat mich ein Setzling so mitgerissen wie der jetzt von Carla. Bin sehr gespannt, was noch draus kommt und ist natürlich sofort abonniert worden. Aber sie hat vorher keine anderen Podcasts irgendwie gemacht, ne? Keine Ahnung, die Webseite gibt nichts her. Also das ist noch sehr baustellig. Ich habe noch nicht mal ihren Namen gewusst und gefunden, obwohl er angeblich irgendwo im Impressum ist, aber ich finde das Impressum nicht. Habe sie angeschrieben, damit ich überhaupt weiß, wie sie heißt. Und sie durfte ihren Namen jetzt nennen. Ja, hat sie mir erlaubt. Großartig, ganz großartig. So, und wo wir gerade bei Vätern sind und Eltern, da gibt es einen Podcast, der ist in den Startlöchern, den gibt es noch nicht, aber es gibt schon mal eine Nullnummer, damit wir uns schon mal warm laufen können. Und wer so denkt, ist natürlich ein Profi in dem Metier und wir kennen ihn unter Markus Richter. Der hat diesen Podcast nur 30 Minuten angeleiert und zwar macht er den zusammen mit Patricia Camerata und es geht unter anderem, oder es geht darum, wie viel Zeit sollen Kinder mit Medien verbringen und überhaupt, wie gehen Eltern in diesem schwierigen Spannungsfeld sinnvoll vor, wenn die Kinder halt Medien konsumieren wollen und was macht man da so? Sie schreiben dazu, wir wollen die Sherpas auf eurer Erziehungsreise zum digitalen Mediengipfel werden, damit ihr eure Kinder auf die digitale Realität vorbereiten könnt und dabei selber nicht die Nerven verlieren müsst. Wir sind stolze Partner des Podcast-Labels Haus 1 und die erste Staffel startet am 27.12. Wir senden dann wöchentlich insgesamt 10 Folgen zu je 45 Minuten. Das ist etwas irritierend, weil der Podcast heißt ja nur 30 Minuten, aber die Folgen sind 45 Minuten lang. Und wenn sie dann genug Geld bekommen, hinterher, dann machen sie weiter. Wenn nicht, dann wird das wieder eingestellt. Also das ist auch schon in die Richtung... wir geben was auf den Markt und gucken mal, wie die Reaktion ist. Aber da das aus der Ecke Markus Richter und Patricia Camerata kommt, war es mir schon wichtig, dass wir das hier auch mal nennen. Also der Podcast heißt nur 30 Minuten. Die Webseite ist nur 30min.de. Alles zusammen. Und wir haben auch einen kleinen Ausschnitt. Nur 30 Minuten. Ein Podcast über Kinder und digitale Medien von Markus Richter und Patricia Camerata. Hallo bei nur 30 Minuten. Hier sind Patricia und Markus und das ist Folge 0. Folge 0 von was? Folge 0 von einem neuen Podcast. Und das Awkwarde an dieser Situation ist, man hat den Podcast noch nicht, der fängt auch viel später an, aber damit die Leute schon wissen, dass es den Podcast gibt und damit er in den Podcast-Verteilplattformen erscheint, muss man schon mal eine Folge produziert haben, die aber noch eigentlich gar nicht der Podcast ist. Das ist Folge 0. Okay, das habe ich verstanden, aber du hast immer noch nicht gesagt, was für ein Podcast. Ich dachte, du kannst vielleicht auch mal was sagen. Ich sage mal noch so viel, das ist der Podcast nur 30minuten.de.
Aber eine Folge wird 45 dauern. Das ist ja schon ein bisschen verwirrend. Wir sprechen über relevante Themen in Sachen Medienerziehung. Und da stellt sich ja schon mal als erstes die Frage, was ist denn bitte Medienerziehung? Hätten Sie gerne die Metaebenenantwort oder das pragmatische Alltagsding? Eine sehr bewährte Antwort auf solche Fragen im Leben ist nicht oder, sondern sag mal und. Na gut, ich bin reingelaufen. Also, wie schafft man es, möglichst tiefenentspannt Kinder auf dem Weg zu begleiten, mündige Menschen in einer digitalen Welt zu werden? Oder ganz praktisch, wie zur Hölle kann ich jetzt eigentlich mal entscheiden und vor allen Dingen auch stressfrei kommunizieren, wie lange Computer gespielt werden darf? Und was ist eigentlich der beste Messenger der Welt? Und damit wir aber nicht nur so im Rahmen anekdotische Evidenz sprechen, wollen wir tatsächlich auch Hintergrundwissen zu jeder Folge liefern, damit man zum Beispiel einschätzen kann, wie groß ist eine Plattform generell. Was heißt das, wir lesen sozusagen eine halbe Stunde lang Studienergebnisse vor? Ja, wenn das nötig ist. Nein, also natürlich nur das, was ja einfach relevant ist, um sich so auch manchmal einzuerden. Also nicht nur anekdotisch, sondern auch mit Hintergrundinformationen wollen die beiden da herangehen. Klingt ganz interessant, zumindest für alle die, die das Problem haben, dass sie Kindern Grenzen setzen müssen, irgendwie auch begründete Grenzen. Ganz spannend. Marc, du hast gerade noch hier spontan was reingeworfen. Scootercast, was ist das denn? Oh, ich schrieb doch optional. Ja, wie sollen wir das denn klären, ohne darüber zu sprechen? Wenn du da optional reinschreibst, muss ich dich doch ansprechen. Ja. Ist ein neuer Podcast von mir. Ich habe einen neuen Podcast namens Scootercast, wie Martin schon gesagt hatte, in die Welt geworfen. Und der handelt über E-Mobilität und Mikromobilität. Und in der ersten Folge vom Scootercast ist Basti zu Gast. Basti kennt man jetzt beispielsweise auch aus Werketreu James Cameron und aus Minutenweise Matrix und aus Bits und so und Schlag mich tot. Und das Interessante daran ist, nicht nur weil es Basti ist, sondern Basti hat sich auf einem oder mit einem E-Scooter abgelegt. Also er hat so einen kleinen Crash gebaut und hat sich die Schulter viermal gebrochen. Und unter anderem darüber reden wir in Folge 1. Und es gibt keine Nullnummer. Über die Brüche oder was? Wie schön. Auch. Ist ja sehr motivierend. Kaufen Sie E-Scooter. Ja. Also es wird sich lohnen, reinzuhören, wenn man sich für das Thema so ein bisschen interessiert, aber auch, wenn man vielleicht mal so herausfinden möchte, ist denn alles wirklich genauso, wie es sich anhört? Weil in den Medien beispielsweise, in den Medien, ich höre mich schon so an wie so mancher Politiker. wie sagt man denn? Ja, es ging diesen Sommer ja so rund wegen E-Scooter und so. Und wie schlimm alles ist und wie viele Unfälle passieren. Aber vielleicht hat das ja auch beispielsweise Gründe. Natürlich in erster Linie Benutzung. Benutzen die Menschen das auch wirklich so, wie sie denn sollen? Und auf der anderen Seite, was löst denn beispielsweise, was ist denn für Bastis Unfall da verantwortlich? So. Und darüber erzählt er und ich denke, man kann es sehr gut nachvollziehen. Und wer weiß, wie er jetzt über E-Scooter denkt. Also die Frage habe ich ihm auch dann gestellt, ob so ein Umdenken dann stattgefunden hat nach diesem Crash. Aber wenn man das erfahren möchte, dann muss man halt reinhören. Oder ihn persönlich fragen. Okay, wie heißt die Webseite? Scootercast.de. Also ich glaube, Moment, muss ich gerade mal austesten. Kannst du schreiben, wie du willst. Also Scootercast.de zusammen oder mit Bindestrich funktioniert beides. Ui, hast du denn alles gedacht? Ja. Echt, der Marketingstratege. Super. Ja. Also deine Zielgruppe sind Orthopäden und Unfallchirurgen, ne? Ist klar. Ja, die auch, aber die haben ein Special-Login. Ach so. für die blutigen Seiten und die Röntgenbilder, alles klar. Genau, also ja. Genau. Oh, ja, der arme Kerl. Wir machen hier unseren bösen Spott und der muss Schmerzen leiden. Das ist auch nicht fair. Leider. Alles Gute und schnelle Besserung. Genau. Ja, genau.
Dankeschön. Ja, dann kommen wir jetzt zur letzten Runde, nämlich zu den Blütenschätzen. Blütenschätze sind die Sachen, die uns irgendwie in der letzten Zeit über den Weg gelaufen sind, die irgendwie zum Staunen gebracht haben, zum Nachdenken, wo man gelacht hat oder was auch immer, die irgendwie aufgefallen sind und die man vielleicht hier einfach mal mitteilen möchte und den Menschen in seiner Umgebung mitteilen möchte. Und da haben wir einen Eintrag vom Lars. Lars, was hast du denn mitgebracht? Ja, du sagtest gerade zum Staunen und zum Nachdenken und so weiter. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, die letzte Show von MinCorrect in Celle zu besuchen, also die letzte Show der ersten Staffel, sagen wir mal. Das war am Abend des 8. Dezember in Celle. Und ich habe die Show ja mehrfach gesehen, aber es war nochmal zum einen die renovierte Show. Sie haben ja ein paar Sachen rausgenommen, ein paar Sachen reingenommen. Also es waren durchaus ein paar Sachen verändert. Das war so auf der Ebene nochmal ein neues Erlebnis. Und außerdem hat es eben wieder total viel Spaß gemacht. Die Stimmung war sehr, sehr gut. Und am Ende wurde es dann also auch noch mal ein bisschen emotionaler, wo Nikolas und Reinhard eben noch so ein bisschen über die Show sprechen und dass sie das eben zusammen gemacht haben und so weiter. Und das war einfach ein großes Gesamtpaket und mir hat es super gut gefallen. Es hat sich sehr gelohnt, dafür noch nach einer Zelle zu fahren. Und darum ist dieses mein Blütenschatz. Super. Kann ich mir gut vorstellen, dass das auch emotional war. In dem Intro zur neuen Ausgabe, da wird ja auch etwas emotional. Und da sagt Reinhard dann irgendwann, als Nikolas anfängt, das nochmal so aufzuräumen, so quasi wie, nein, tu's nicht, so sinngemäß. Und dann, was ist denn jetzt? Dann hat wahrscheinlich sich Reinhard da an erinnert, was in Celle gewesen ist. Könnte ich mir vorstellen, jedenfalls. Schön, schön, schön. Nächstes Jahr gibt's eine neue Tour. Wir können gespannt sein. Ja, ich habe tatsächlich Karten geklickt für die Eröffnungsshow. Also, wow. Es waren nicht mehr viele übrig, aber das musste dann mal eben sein. Da werden wir nach Stuttgart fahren. Nee, das ist mir zu weit, schätze ich schon. Da warte ich, bis sie in die Gegend kommen. Ich glaube, das nächste ist irgendwie Köln oder so hier in der Gegend. Also, diesmal ist kein Heimspiel dabei, ne? Ja, das kann aber schon noch sein, ne? Die Termine, also es stehen noch nicht alle möglichen Termine, gesagt. Okay. Also da kann durchaus noch was passieren. Okay, dann warte ich mal, bis sie in greifbare Nähe kommen. Okay. Sebastian, hast du einen Blütenschatz? Ich habe Mut. Mut, okay. Wie heißt der? Marc, hast du einen Blütenschatz? Oh, das kriegst du wieder. Warte mal eben. Ich befrage meine Podkatze. Okay, gut. Kein echter, ja doch, eigentlich ist es schon ein Blütenschatz, weil er von mir kommt. Ich habe zum dritten oder vierten Mal mittlerweile wieder den Podcast Auf Distanz Goes Baikonur gestartet. Kann man sich immer noch gut anhören. Die Rakete immer noch. Die Rakete fliegt jetzt wieder, ja. Jetzt muss ich gerade wirklich mal gucken. Nee, diesen einen Podcaster hatten wir heute schon, den Herrn Richter. Na. Nee, ich glaube, ich habe in der Tat keinen Blütenschatz dieses Mal. Alles jo, alt, aber Oldie but Goldie, ne? Auf Distanz goes Baikonur. So. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein Goldie. Auf jeden Fall. Ja, ich habe mitgebracht den Zeitsprung-Podcast. Den haben wir auch schon oft gehört. Und ich bin nicht so ganz kontinuierlicher Hörer, aber ich habe mich durch den Titel Eine kurze Geschichte der Rohrpost habe ich mich so ein bisschen verleiten lassen, weil dieses Thema Rohrpost, also wie kann man durch Druckunterschiede irgendwelche Sachen durch die Gegend schicken, das finde ich total faszinierend. Ich habe mal bei so einer Industriemesse auch mal so einen Stand gesehen, wo da so in Plexiglas ausgeführt waren, so
Demo-Anlagen und das ist mit einer affenartigen Geschwindigkeit und mit einer Präzision da durch die Gegend geschossen. Da habe ich einfach nur gestaunt, wie ist das denn möglich? Seitdem ist das bei mir immer so ein bisschen, hä? Die Seitenstraße beim Kongress ist natürlich auch in die Richtung gedacht. Und da habe ich gedacht, ah, kurze Geschichte der Robots, höre ich mal rein. Und das war einfach super interessant, wie da auch aus der Historie sozusagen berichtet wird. Und wenn nicht der elektrische Draht kurz vor dem, also eigentlich sollten alle Menschen über Rohrpost verbunden werden und dann ist irgendwann der elektrische Draht und das Telefon erfunden worden und dann hat das Telefon so ganz knapp der Rohrpost den Rang abgelaufen. Sonst hätten wir nämlich alle hier kein Internet, sondern eine Rohrpost zu Hause und würden uns so kleine Pakete hin und her schicken. Was ich aber noch viel faszinierender fand, da hätten wir dann aber unsere Glasfasern durchlegen können. Das ganze Rohr wäre eine einzige Glasfaser, also zumindest die Wandstärke hätte man ja nutzen können. Und dann hat der Daniel in dem Zusammenhang aber von der atmosphärischen Eisenbahn gesprochen, dass das ja auch irgendwie mit, also so eine Art, aua, meine Ohren, so eine Art, so eine Art Rohrpost war für die Eisenbahn. Das wäre sogar teilweise ein Vorläufer vor der Dampflok gewesen. Und ich habe immer gedacht, hä, Rohrpost, Eisenbahn, da war ich bei Hyperloop, also wie haben die denn jetzt diese Züge da in das Rohr reingekriegt und wie soll das denn überhaupt gehen und warum muss das heute so kompliziert entwickelt werden, wenn das früher schon existiert hat? Und dann hat mir das keine Ruhe gelassen, dann habe ich angefangen so ein bisschen so nachzugucken, was denn unter atmosphärischer Eisenbahn eigentlich zu verstehen ist. Und das ist ein völlig absurdes, oder was heißt absurdes, aber ein merkwürdiges Konzept. Es gibt ein Rohr, und in dem Rohr bewegt sich ein Kolben und zu dem Kolben hin führt durch die Wand des Rohres eine Stange und an diese Stange wird dann sozusagen der Zug dran gehängt. Da sagt man, ja gut, wenn da jetzt ein Loch in, also da muss ja ein Schlitz im Rohr sein, damit diese Stange da dran kommt und das ist auch so und dieser Schlitz wird an geeigneten Stellen mit geeignetem Material immer wieder verschlossen, sodass ein Vakuum existiert und der Zug dann eben mit Hilfe dieses Vakuums durch die Gegend gezogen wird. Das kam mir so abstrus vor. Das kann doch nicht funktionieren, aber doch funktioniert. Und es gibt sogar gegenwärtige Systeme, die genau damit funktionieren. Und das ist echt total faszinierend. Da fährt in Brasilien, glaube ich. In Brasilien am Flughafen fährt ein Shuttle-Zug hin und her und der benutzt genau diese Technik. Der fährt mit Luft, mit Überdruck und Unterdruck, wird er durch die Gegend geschickt. Hast so Paddel, die also in den Betonträger hineingehen und in diese Betonträger wird dann entsprechend Luft hin und her bewegt. Krass. Da habe ich echt so gestaunt und gedacht, hä? Wahnsinn, was gibt's denn hier? Und das war so richtig, also das war so Podcast as is best, ne? Da bringt dich jemand auf ein Thema und plötzlich bist du dann angefixt und musst weiter gucken und gucken und gucken und das war richtig klasse. Das hat mir total Spaß gemacht und Dankeschön an den Zeitsprung-Podcast für diese tolle Episode Zeitsprung 20, eine kurze Geschichte der Rohrpost. Lars, du bist doch auch Zeitsprung-Hörer. Hast du die zufällig schon gehört? Ja, Zeitsprung ist einer der auf meiner Top-Prio-Liste. Also den versuche ich immer schnell zu hören und hat mir auch sehr gut gefallen, die Episode. Kanntest du das Prinzip der atmosphärischen Eisenbahn? Nein. Auch nicht, ne? Und es ist ein ziemlich abgefahrenes Konzept. Toll. Danke, dass ich das kennenlernen durfte. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch, ne? Haben wir alles. Bis auf den Rauswerfer. Den hätte ich noch im Köcher. Der kam mir heute zugeflogen. Der ist jetzt kein ist auch ein Blütenschatz. Und eigentlich habe ich ja schon einen gehabt, aber heute kam der extra. Und zwar schrieb mir der Nicolas Wörl, hast du das schon gesehen? Das ist toll. Nicht nur, weil ich drin vorkomme, sondern das ist toll. Und zwar, es ist ein Kinderhörspiel. Im Kiraka, im WDR 5, fragte neulich ein Hörer, warum gibt es die Erde? Eine große Frage, ne? Am Ende nach dem Sinn des Lebens sogar. Ralf Erdenberger macht sich mit Kindern und Experten auf den Weg nach Antworten. Und sie versuchen also
das ist so zusammengeschnitten, ist ein gebauter Beitrag und die Kinder fragen, während sie backen, glaube ich, irgendwas, sie backen dann das Universum und es klingt alles, also es ist sehr, sehr nett gemacht und unter anderem gehen sie auf einen Sportplatz, um sich die Dimensionen im Weltraum überhaupt zu vergegenwärtigen. Dann wird eine Apfelsine auf die Torlinie vom Fußballstadion sozusagen auf die Torlinie gelegt und ein stecknadelkopfgroßes Kügelchen, das die Erde simuliert, muss dann bis zum Elfmeterpunkt laufen, um überhaupt mal die Dimensionen klar zu kriegen. Und dann geht's noch weiter und da habe ich einen ganz kleinen Ausschnitt mitgebracht, da hören wir mal eben rein. Unser Planet ist also auch eine Art Raumschiff. Ohne dass wir es merken, sind wir damit rasend schnell unterwegs durch unser Sonnensystem. Julius, willst du noch zum Jupiter? Kann ich machen. Dann laufen wir weiter. Jetzt muss er erstmal bis zum nächsten Elfmeterpunkt. Also wir gehen jetzt von dem einen Tor quasi bis zum anderen Tor. Und da ist Jupiter. Julius! Komm gleich wieder, es wird gleich dunkel. Ich denke, man kann ganz, ganz gut raushören aus dem kurzen Ausschnitt, was da wie und wie da miteinander umgegangen wird. Großartig. Gab ihn den heute Morgen zu hören und konnte nicht ausschalten. Es sind 45 Minuten und es ist einfach ganz toll. Und es kommt auch ganz viel Stickstoff drin vor. Ganz. Also ein. Es ist also mindkorrekt in klein, wie es besser nicht sein kann. Ein wunderschönes Kinderhörspiel um die große Frage, wo kommt die Erde her? Und die Kinder diskutieren am Anfang echt gut. Also da, Carla hat mich mit ihren 18 Jahren gerade schon so beeindruckt und die Kinder auch schon wieder. Boah, also wir können uns glücklich schätzen, dass da Menschen nach uns sind, die einfach richtig gut drauf sind. Das ist schön. So, das nehmen wir als Schlusswort und machen damit den Sendegarten zu für heute. Ich danke allen, die sich daran beteiligt haben. Diejenigen, die hier im Chat mitgeschrieben haben, die uns was eingesandt haben, die drei guten Dinge, die die Erntemaschine benutzt haben und die sich der Erntemaschine entzogen haben, aber andere Wege gefunden haben, um uns etwas mitzuteilen. Ganz wunderbar. Es macht einfach immer wieder Spaß, hier dieses Miteinander zu feiern. Und ganz konkret danke ich den drei Herren, die mit mir das heute gemacht haben. Die Claudia mussten wir ja leider auf die Weihnachtsfeier schicken. Da danke ich dem Marc, dass er so spontan mal wieder dabei gewesen ist. Dankeschön, Marc. Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Immer. Ich kann lügen, ohne rot zu werden, ne? Nein. Ach, ich wollte also, doch gar liebe, nicht lachen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich mag den Marc und er mag mich und wir haben uns irgendwie über die Jahre hinweg so eine Kebbel-Attitüde angewöhnt. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Also das ist voller Hochachtung und Respekt gesprochen, auch wenn ich manchmal sehr frech zu ihm bin. Aber ich erlaube mir das einfach, weil ich weiß, dass es bei ihm richtig ankommt. Hoffe ich jedenfalls. Ja, schon klar. Ja, okay, alles klar. Verlässlich wie eh und je und stets dabei und feste Größen im Sendegarten sind einmal der Lars. Hallo, Dankeschön, Lars. Guten Abend. Hallo. Ich bin wieder vorne. Ja. Ja, um Gottes Hallo. Willen. Hallo Martin, tschüss alle anderen. Ja. Ja, war wie immer schön. Ich merkte, dass ich so zwischendurch ein bisschen müde wurde. Es sind lange Tage im Moment, also drum war es bei mir diesmal besonders still, aber hat mir trotzdem Spaß gemacht. Alles klar. Und ich danke ganz herzlich auch dem Sebastian. Ja, sehr gerne. Und natürlich allen Hörerinnen und Hörern, jetzt hier in der Live-Show, hatten wir zwischendurch 8 oder so, jetzt haben wir noch 8, also zumindest im Chat, ich weiß ja gar nicht, wie viele hier zuhören, ist auch egal, Zahlen sind Schall und Rauch, auch nicht wichtig, auf jeden Fall irgendjemand hört hier vielleicht live zu und dem sei dafür gedankt, aber natürlich allen, die das in der Konserve konsumieren, so wie Podcasts ja ursprünglich gedacht sind. Und wie Carla vorhin auch sagte, ich stehe neben dir, wenn du spülst. Das ist auch so großartig. Einfach ganz toll auf den Punkt gebracht.
große Hochachtung nach Leipzig zu Carla. Also die hat mir heute wirklich, neben vielen anderen Dingen, die passiert sind, hat mir die so ein richtiges kleines Licht angemacht. Ganz toll. Ja, Dankeschön und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss zusammen. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.